Die Cold Card. Cold Card, volles Tutorial auf Deutsch, ungefähr 1:1 synchronisiert auf Deutsch. Hallo, ich begrüße euch. Mein Name ist Kevan Davani. Ich bin der Host der Davani Connection Show, fokussiert auf Bitcoin, aber auch viele andere essentielle und zusammenhängende Themen, holistisch betrachtet. Der Grund, warum ich das mache, diese sogenannten deutsch synchronisierten, unkommentierten Videos oder Tutorials auf Deutsch ist einfach, damit vor allem für die deutsch sprechenden Mitmenschen oder Bitcoin-Beginner, Bitcoin-Anfänger, die eben kein oder wenig Englisch sprechen oder nicht die englische Sprache beherrschen und sich beim Tutorial quasi von BTC Sessions oder Benjamin Tyler Perrin, wie auch heißt, sozusagen auf das Wesentliche konzentrieren kann, auf die Instruktionen. Dabei das Ganze sozusagen mit meiner Stimme, wenn auch chronisch hustend manchmal, sich konzentrieren können und die Instruktionen einfach von BTC Sessions auf dem Bildschirm, so wie er das auch wirklich exzellent einfach vorführt und demonstriert, zu befolgen, zu kopieren, diese Schritte. Und damit man sich eben, ja, damit du dich oder sie sich nicht da jetzt ständig abgelenkt fühlen oder sich gezwungen fühlen, ständig den deutschen Text oder irgendwie deutsche Übersetzungen zu lesen oder sonst irgendwas. Und aus dem Grund mache ich das. Und ich habe mir da einige Tutorials schon angeschaut sozusagen schon vor aufgezeichnet und dann veröffentlicht. Aber zum ersten Mal mache ich das jetzt Livestream. Gehen wir das Ganze nun mal langsam an. Also warum überhaupt Cold Card? Also ich bin auch der Überzeugung, dass wie viele andere Bitcoin-OGs oder Bitcoin-Techniker, Bitcoin-erfahrene Menschen, dass die Cold Card nun mal einfach die, wie soll ich sagen, die paranoidste von der Architektur her, von der technologischen, technischen Architektur her, die redundanteste ist. Das heißt, beginnend bei den Hardware-Komponenten, also wie das Ganze konstruiert, zusammengesetzt und selektiert wurde, die Hardware-Komponenten, die haben das so vorausselektiert und zusammen die Komponenten auch hergenommen, so dass es möglichst, also einfach, ja, Redundanz gibt und Unabhängigkeit und Sicherheit vor allem. Es geht um die Sicherheit und was natürlich die Cold Card ausmacht in allen Variationen und Modellen, so jetzt auch das letzte Q-Modell, worauf ich, das kann ich auch noch später vielleicht nur kurz ansprechen oder ich mache ein eigenes Tutorial dazu. Das hat der BTC Session sowieso gemacht. Vor allem der Umstieg von MK4, also das letzte quasi Standardmodell von Cold Card, von CoinKite zu transferieren, das geht total in Babyschritten, also ganz easy, dann ganz leicht auf das Modell umzusteigen. Ich habe selber noch kein Q-Modell, ich finde, ich brauche es auch nicht, aber es scheint, so wie ich mir das jetzt angeschaut habe, bei BTC Sessions oder Ben Perrin in seinem Tutorial, also der Umstieg quasi, diese Transferierung, es sind einfach einige Funktionalitäten dabei, beginnend schon einfach mit der Batterie. Also man kann hinten da, ich weiß nicht, drei oder zwei Triple A oder Triple oder Double A Batterien reingeben. Und somit, ja, braucht man da jetzt nicht herumwerken und basteln und das Ganze anschließen an eine externe Batteriequelle und so weiter. Also man kann sehr wohl, nämlich von der Stromversorgung auch sozusagen dezentralisiert oder einfach unabhängig vom Netz, unabhängig vom, ja, das ist das, also das ist das Airgap, ne, was sozusagen, was die BTC Sessions immer betont. Airgap-Transaktionen und man kann noch dazu also das heißt offline, ja, es ist überhaupt nicht verbunden mit dem Internet. So, ja, also das wäre es jetzt schon mal. Ich werde es jetzt kurz mal das Thumbnail einblenden, damit sich hier jetzt jeder, damit jeder ein bisschen hier nachkommt. Nur hier, das ist quasi das Thumbnail, das ich dann noch einfügen werde, dann, wenn ich es dann sozusagen extra noch
entweder neu abgelotet haben werde auf YouTube oder einfach das, den Livestream dann noch mit einem Thumbnail zu versehen. Ja, also zu, ich glaube, ich BTC Sessions braucht wirklich keine Vorstellung oder Einführung da. Er ist wirklich schon seit vielen Jahren dabei. Ich weiß nicht, wie lange schon, aber viele, viele Jahre und ja, und hat einfach einen Wert geschaffen, Excel. Und da habe ich mir gedacht, wozu das Rad neu erfinden? Da gibt es eine Tonnen an Material, Tonnen an Tutorials, die er wirklich professionell aufgezeichnet hat mit ja, speziellen, also so einen zweiten Kamera und für das Display quasi, um das Display quasi des Smartphones oder des Handys dann auch zu filmen. Also ich finde das alles, diese ganzen Schritte einfach, das, ja, also da muss man schon wirklich Hut ab, Respekt. Es ist viel Arbeit, viel Energie reingeflossen, viel Herzblut, viel Leidenschaft und den Erfolg vergönne ich ihm auch, den BTC Sessions, weil er einfach, ja, einfach von Anfang an kostenlos noch dazu, ja, diese Tutorials, aber auch natürlich ja auch andere Programme, die er da laufen hat, was weiß ich, why are we bullish, bla 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 und so weiter. Also er hat wirklich auch tolle Interviews damit, weil, und natürlich hat er auch eine unglaublich große Reichweite jetzt. Ich glaube, es hat jetzt bis jetzt 10 Millionen Downloads oder Views gegeben oder 10 Millionen Leute haben sich das angeschaut, so ungefähr. Er hat, ich weiß nicht, wie viele Subscribers oder Abonnenten auf YouTube, ich weiß nicht, sind es 120, 130.000. Ja, und er ist einfach ein etablierter Bitcoin-Educator, ne? Also Mentor, Coach. Er hat jetzt auch eine eigene Firma mit einem, quasi mit einem anderen Kooperationspartner, mit dem Mike da zusammen eine neue Firma gegründet, die heißt bitcoinmentor.io. Ja, wer weiß, also wenn die dann für den deutschsprachigen Raum dann aktiv werden, würde ich mich auch dafür dann begeistern, interessieren, da auch mitzumachen. Um eben ja, also einfach von Individualpersonen, einfachen Menschen bis hin zu ja, Unternehmern, Händlern, Geschäftsleuten und so weiter, verschiedenste Praktiken, Methoden und überhaupt ja, die Tools, die Werkzeuge einfach bereitzustellen, zum Mentoring quasi zu betreiben, ja, zu coachen. Ja, also gehen wir das Ganze mal an. Ich werde mal die Freigabe jetzt nochmal stoppen und jetzt auf das Video. Bildschirm 1 und das gehen wir da runter. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Gut, und ich werde da kurz mal den YouTube-Link da auch für unsere Zuseher und Zuseherinnen auf X oder Twitter, wie das vormals geheißen hat, noch hinzufügen, ja. Damit das Ganze irgendwie seine Vollständigkeit hat. Wo ist das Ganze? Hier. So, und wo ist das Ganze? Gut, also ich finde das jetzt, ja, also da bin ich ja schon, ja. Gut, also ich werde das Ganze jetzt nochmal auf den YouTube-Link retweeten mit dem. So. Auf X. So, geschehen. Gut, gehen wir das Ganze mal an. Also ich werde das Ganze ganz simpel und einfach die deutschen Subtexte ungefähr, ja, also fast eins zu eins übersetzen, also vorlesen, ja, aber auch zwischenzeitlich, wenn mir der Text ein bisschen zu langsam oder so schnell ist, also ich werde vor allem, wenn es zu so schnell ist, werde ich kurz stehen bleiben, kurze Pause machen und vor allem auch dazwischen auch meinen Senf oder meine Erfahrungen, meine Sichtweisen, vor allem auch vielleicht in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation, weil das Video an sich ist ja 2 Jahre alt, also 2022 muss das ja gewesen sein. Der hat dieses volle Tutorial gemacht. Das sind natürlich jetzt MK4 sind vielleicht oder auch beim neuen Modell sind jetzt oder neue Funktionen dazugekommen oder vielleicht ganz geringfügig, vielleicht neue Updates und so weiter oder bestimmte Eigenschaften, die einfach die Cold Card hat von CoinKite, kann ich jedem nur empfehlen. Sich die Website anzuschauen oder auf X oder Twitter zu gehen und sich die Produkte, die verschiedenen Produktkategorien mal anzuschauen. Also ich habe ja auch eine MK4, MK4 und die Cold Card Q ist sozusagen das letzte Modell, das einige sozusagen zusätzliche Funktionalität oder wie soll ich sagen, nutzerfreundliche Aspekte hat,
die wir dann noch später erörtern oder extra noch ausarbeiten könnten und diskutieren können. Gut, dann gehe ich mal auf hier auf Stumm und es ist hier auf Deutsch und wir gehen das Ganze hier Schritt für Schritt mal an. Die Cold Card von CoinKite ist aufgrund ihres eleganten Cypherpunk-Designs und der Möglichkeit, die Schlüssel zu ihrem Geld, also Bitcoin, mit Hilfe von Airgap-Transaktionen sicher und offline aufzubewahren, die Hardware-Wallet der Wahl für Bitcoin auf der ganzen Welt, was bedeutet, dass die Schlüssel zu ihrem Geld niemals verloren gehen. Ja? Und ja, und übrigens, also mag sein, dass Sie vielleicht jetzt zurzeit jetzt noch ein Bitcoin-Anfänger sind, vielleicht ein paar Sats haben, also wirklich ein Bruchteil eines Bruchteils in Bitcoin irgendwo auf einem Mobile Wallet haben. Ja, also wenn es keine signifikanten Mengen sind, dann machen Sie sich jetzt keine Panikattacken, ja, keine Angst. Aber sobald Sie für sich relativ gesehen eine substanzielle Menge an Bitcoin haben, dann auf jeden Fall ein Bitcoin Wallet und Bitcoin Hardware Wallet, ja. Und die erste Empfehlung natürlich, die ich immer abgebe, ist auf jeden Fall, ja, also eine Cold Card von CoinKite mit die MK4 oder jetzt die ganz aktuelle Version, das neueste Modell, die Cold Card Q oder Q. So, berühren Sie heute alles, was mit dem Internet verbunden ist. Also er meint jetzt, dass heutzutage ja, also alles, was man macht, ist irgendwie mit dem Internet verbunden, mit dem Laptop, mit dem Computer, aber mit dem Internet, auf jeden Fall mit dem Netz. Und bei der Cold Card geht es einfach darum, man kann das alles airgapped machen. Also sprich mit der Micro-SD und so weiter ist nichts angeschlossen. Also wenn überhaupt, dann ist es vielleicht nur ein Ladekabel, das nur zum irgendwie, auf jeden Fall extern kann man die Stromversorgung auch herstellen. So, also wir werfen einen Blick darauf, wie Sie Ihre Cold Card zum ersten Mal einrichten, verwenden. Sobald wir mit den Grundlagen fertig sind, werfen wir einige Blicke auf einige von den erweiterten Funktionen, die dieses Gerät, also die MK4, zu bieten hat. Bin ich hier mit den BTC-Sitzungen zufrieden und dies ist Ihre tägliche Sitzung. Bla bla bla. So, jetzt gehen wir ein bisschen nach vor. Es spulen ein bisschen nach vor, weil es ist relativ viel, Promotion und Werbung und Sponsoring, was weiß ich was, was ja nicht ganz unnütz ist. Ja, also das können Sie sich wirklich gerne selber anschauen auf dem Originalvideo von. Gut. Also wie ich bereits sagt BTC Sessions, werden wir uns heute die Cold Card ansehen und sie vom Nullpunkt zum Champion Meister Helden führen. Also fangen wir an von den absoluten Grundlagen, wie man das Ding hochfährt. Erstellen Sie Ihre Seed Phrase, also es ist oft da ist te also von textmäßig ist es oft von AI Generator oder was falsch übersetzt. Es ist nicht die Sitzphrase, sondern die Seed-Phrase, ja, ist ja gemeint, also die Schlüsselwörter, die 12 oder 24 Schlüsselwörter, die Seed, also die Samenphrase quasi, ne, Seed-Phrase, ja. Sichern Sie das und verwenden Sie dann Ihre Cold Card mit Ihrem Computer, um Bitcoin-Transaktionen auf Airgap-Art und Weise durchzuführen, was gewissermaßen der Grund ist, warum er überhaupt eine Cold Card, warum man überhaupt eine Cold Card haben möchte. Meiner Meinung nach sagt BTC Sessions, wir werden im Detail darauf eingehen, was Airgap-Transaktionen derzeit sind, und zwar im Hinblick auf etwaige Voraussetzungen, die sie benötigen. Der Aufbau dieses Videos wird so sein, dass wir zu Beginn diese Grundlagen durchgehen werden und dann werden wir in der zweiten Hälfte des Videos einige Details zu den erweiterten Funktionen der Cold Card durchgehen, so dass hier für jeden etwas dabei ist. Sie können das Ganze in sich aufnehmen, absorbieren, gehen Sie einfach die Grundlagen durch. Oder wenn Sie die Cold Card schon seit einiger Zeit verwenden, aber einige der zusätzlichen Dinge oder Funktionen lernen möchten, die Sie damit machen können und wollen, dann bleiben Sie hier. Dann werden wir uns auch mit den Voraussetzungen, mit den Bedingungen befassen, die Sie benötigen, um es jetzt im Grunde zu wissen. Also Sie müssen nur ein wenig darüber wissen, wie man eine reguläre Bitcoin-Transaktion sendet und empfängt. Also das ist wirklich jetzt Kindergarten. Aber das ist das Allerwichtigste, wie Sende und Empfang. Ich glaube, wenn Sie also das noch nicht getan haben, schauen Sie sich vielleicht noch einige, also da hat er unzählige Videos dazu auch gemacht, schon einige seiner älteren Videos.
Und schauen Sie sich einige grundlegende Dinge an. Also es gibt Videos darüber, wie man eine Wallet auf sein Handy bekommt. Also ja, unzählige, wirklich ganz nutzerfreundliche, bedienerfreundliche und vor allem dezentralisierte und nicht, also self-custodial, also nicht von einer Drittpartei abhängig und so weiter. Ganz tolle Wallets. Ob das jetzt Phoenix Wallet ist oder Blockstream Green Wallet, das nur on-chain ist, oder eben ja, Akku Wallet, ja. Also was man jetzt immer auch von den Leuten jetzt im Hintergrund oder Organisation halten möchte, aber die Wallet ist wirklich toll und alles unter einem Dach und einfach Bitcoin sendet und empfängt. Aber wenn man das schon hinter sich hat, dann ist das hier mehr oder weniger völlig in Ordnung. Jetzt werden wir eine Wallet auf dem Desktop namens Sparrow Wallet, also wirklich unglaublich, hat unglaublich, also ist wirklich, ist auch sehr bedienerfreundlich und hat alle Funktionen. Und sehr, ja, einfach für Bitcoin-Beginner, für Bitcoin-Anfänger sehr zu empfehlen, auch als Desktop-Wallet, also auf dem Computer-Laptop, ja. Es hat so viele Funktionen. Es ist erstaunlich, dass man nicht alles über Sparrow wissen muss, bevor man zu diesem Video kommt. Übrigens, es ist Open Source, ja. Verzeihung für mein chronisches Husten. Es ist hilfreich, wenn man es schon mal verwendet hat, aber wenn nicht, keine Sorge. Ich habe unten die Links für meine ausführlichen Anleitungen zur Verwendung von Sparrow Wallet und einige andere Videos zu den großartigen Funktionen von Sparrow Wallet. Wenn Sie also die kleine Bonusvoraussetzung als Sahnehäubchen wollen, schauen Sie sich das noch einmal in Ruhe an und Sie werden auf diese Komplettlösung für Cold Card mehr als vorbereitet sein. Welche Art von Hardware werden wir heute verwenden? Natürlich werden wir eine Cold Card verwenden, aber speziell werde ich heute die MK4 verwenden. Wenn Sie eine MK3 haben, die Sie gerade bestellt hatten, und also das ist schon ein älteres Video offensichtlich, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt noch eine MK3 gibt, aber Sie können, wie gesagt, auf CoinKite, auf der Website von CoinKite sich das alles anschauen im Shop, ja. Aber ich glaube, es gibt keine MK3. Ich glaube, die letzte Version ist quasi die Standardversion, die MK4 mit den, ja, mit den ganzen natürlich an Industrial Grade, wie man so schön sagt, super, also Micro SD-Karten und vielen anderen Utensilien und Zubehör. Ja, gut. Also keine Sorge. Die grundlegenden Dinge, die hier behandelt werden und ein paar der fortgeschrittenen Dinge werden wir sogar auf MK3 zutreffen. Es gibt nur ein paar zusätzliche Funktionen, die im MK4 enthalten sind, die nicht, also sonst enthalten sie MK3, aber nichts davon wird die Grundlagen der Verwendung relevant sein. Okay. Auf der Basis ist wirklich alles, was Sie brauchen, um durch dieses Video zu kommen, eine Cold Card, eine Möglichkeit, es anzustecken und eine Micro SD-Card. Es ist okay. Eine Möglichkeit, also mit Strom zu versorgen. Ja, aber ich werde heute eine ganze Reihe verschiedener, was meint er da, Sachen halt verwenden oder ja. Also werde ich ein MK4 haben. In der zweiten Hälfte werde ich auch eine ältere Marke, ich weiß nicht, ob wir das da durchgehen werden, die MK2, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht. Aber ich glaube, das werde ich dann später überspringen. Das ist der Grund, warum ich das auch hier live mache, weil die Nachbearbeitung, also das Editieren und so weiter, auch wegen Geschwindigkeit und vor allem auch wegen bestimmter Teile, vielleicht sind auch da und dort auch, falls es doch irgendwo aufpoppen sollte, dann würde ich mir das vielleicht doch anschauen, die Fragen oder Kommentare. Gut, und diese Daten über einige der erweiterten Abschnitte übertragen. So. Natürlich habe ich hier Micro SD-Karten. Ich werde auch die kalte Stromversorgung verwenden, die dieses kleine Dongle hier ist, der angeschlossen wird, 9-Volt-Batterie, also nicht an den Computer, so dass man das nicht an den Computer anschließen muss. Ich kann es einfach komplett offline mit Strom versorgen und nie etwas berühren, was mit dem Internet verbunden ist. Und dann werde ich also wirklich super paranoid und einfach super vorsichtig. Einfach totale Redundanz und Sicherheit und ja, das kleine Kabel hier verwenden, das ein USB-C-Stecker ist für die Spitze für die Marke MK4. Wenn Sie dies bekommen und das richtige Kabel haben, dann das andere ist ein Micro-USB-Kabel. Mehr oder weniger alles, was ich verwende, können Sie darin sehen. Dieses kleine Bild hier ist die Markierung für die SD-Karten. Ich werde
die Seed-Platte, also das, wo man das einstanzt, sozusagen die 12 oder 24 Wörter und den Backup-Prozess darauf erklären später. Aber auch hier werden Sie das Zeug nicht brauchen, aber wissen einfach, dass es hier, wenn Sie wollen, folgen Sie einfach wortwörtlich dann alles, dann ist es toll, dass es Dinge gibt, die Sie alle aufschnappen können und verstehen. Abgesehen davon sind Sie so ziemlich bereit, solange Sie eine Cold Card haben, gibt es eine Möglichkeit, sie jetzt in eine SD-Karte einzustecken. So, einige der erweiterten Funktionen für die MK4. Mit der MK4 gibt es also ein paar neue Dinge, die auf früheren Cold Card nicht verfügbar sind. Nummer eins ist der virtuelle Festplattenmodus und Nummer zwei ist die NFC-Fähigkeit. Darauf kommt dann noch zu sprechen. Dieses Mal werden wir uns mit dem virtuellen Festplattenmodus befassen. Im erweiterten Abschnitt wurde NFC noch nicht auf Port-Wallets von Drittanbietern eingeführt, daher wird es in diesem Video nicht behandelt. Wenn es draußen ist und in freier Wildbahn arbeitet, ich werde es zurückkommen darauf und ein neues Video erstellen und etwas hinzufügen. Dieser Link befindet sich unten in den Shownotizen, damit Sie wissen, dass es, also wenn Sie ihn ansehen, möglicherweise bereits aufgezeichnet und unten verlinkt ist. So, schauen Sie also immer wieder vorbei, um zu sehen, ob Sie sich für NFC interessieren. Aber ohne weitere Umschweife, lasst uns einsteigen. Beginnen Sie mit Ihrer Cold Card. Hier eine kleine Randbemerkung, während ich sie bearbeite. Ich bin hier gerade im Haus angekommen. Diese tollen Hüllen. Also ja, da gibt es alles mögliche Schnickschnack für die Cold Card MK4. Ja, das schaut echt toll aus. Sie sind von Crypto Cloaks. Also habe ich dieses hier, das hier habe ich auch ja, eins bekommen, was unglaublich ist, bla bla bla. Und das hier sowieso. Ich möchte ein großes Lob an CryptoCloaks.com. Also, das ist mir eine Promotion, okay. Sponsoring ist da großartig und vielen Dank. Ja, schaut wirklich toll aus, dass du mir die Folge vorbeigeschickt hast. Bin super froh, dass Sie angekommen sind, am Tag, an dem ich dieses Video zusammen bearbeitet habe. Also grüßt euch, verlinke sie hier unten, wenn ihr euch das anschauen wollt, diese von CryptoCloaks, diese, ja, Hüllen. So, lasst uns weitermachen. Also, die initiale Setup, und zwar der PIN, ja, und die Samen- oder Schlüsselwörterkreation, oder, ja. So, eins von zwei. So, gehen wir das Ganze mal an. Okay, also fangen wir einfach mal an. Hier haben wir das ganze Set hier quasi, als würde es hier nagelneu zugeschickt werden oder ja. Im Übrigen. Ja, also was ich ganz toll finde, was ich ganz wunderbar finde bei CoinKite, also bei der Firma CoinKite überhaupt, die Cold Card herstellt, mit Rodolfo Novak, ist das, also CEO ist der Rodolfo, dass erstmal die Daten, sämtliche ihre Daten, also Namen, Adresse und so weiter, werden automatisch nach spätestens, glaube ich, 6 Monate, vielleicht nach 3 Monaten, aber ich glaube nach 6 Monaten automatisch gelöscht. Das heißt, selbst wenn Sie die Heimat, also die Wohnadresse oder ja, eine Privatadresse quasi angeben, ja, dann wird das auf jeden Fall gelöscht, ja. Nur, ich würde dennoch zwecks Sicherheit und Prävention einfach für die Sicherheit und Privatsphäre, also vor allem für die Sicherheit, allein schon für den Zweck, nur für den Zweck, wenn auch für kurze Zeit, wenn auch ja für 1, 2 Monate oder wie auch immer oder für ein ganzes Jahr, eine PO-Box, ein Postfach mieten bei der Post und das quasi direkt an das Postfach schicken, an das postalische Fach, also wo sie dann hingehen können, ja, und sich ihr Paket dann abholen können. Ja, also das wäre einfach, damit sie besser auch schlafen. Weil man weiß ja nicht, ne? Also es ist ja schon alles Mögliche an Scheiße passiert, Entschuldigung, aber wenn man sich erinnert, Ledger, ne? Also die manchmal so von Anfang an schon so hochgepriesen worden, Ledger, ich meine, ich halte von Ledger überhaupt nichts, ja. Erstmal ist es nicht Open Source und zweitens mal haben die ein Datenleck, Datenhack gehabt, wo Hunderttausende, ja, also ich habe sogar von Leuten gehört, nicht jetzt direkt, aber die auswandern oder nicht auswandern vielleicht, aber übersiedeln mussten, ja, von einer Wohnung in die andere, weil sie einfach, ja, weil der Mann, die Frau einfach die Angst gehabt hat, dass, ja, jetzt alle sämtliche Daten, ja, alle ihre privaten, also Namen, Adresse, Foto, wo sie wohnen, Rechnungsart, alles, ja, war dann, ja, also exponiert, ja, an nicht nur an den Staat, sondern wahrscheinlich, sondern eben, ja, an Kriminelle vor allem, ja. Also da müssen Sie sich in Schutz nehmen einfach. So, wir haben unsere Cold Card erhalten, mit der ich die Tüte hier aufgeschnitten habe. Also kommt alles wirklich steril und vakuumverpackt schon fast. Wir werden die Tüte nicht gleich wegwerfen, da darauf eine Produktnummer steht, mit der wir gleich die Verbindung zum Gerät selbst in der Tüte überprüfen werden. Wir haben die Cold Card, also MK4, wir haben unsere Aufkleber.
Wir haben keine Scheiß Münze drin, also keine Shitcoins, keine Betrügereien, keine nichts, also all den Scheiß, ja, das ist einfach, Bitcoin ist einfach rein, ist einfach pur, ist einfach, ja, so, gut. Also ich lenke mich da ein bisschen ab. Ich liebe es, nur einen Taschenrechner, also ich schaue mir einen Taschenrechner aus und nochmal einen Bestätigungsbeleg mit der gleichen Produktnummer. Also man vergleicht das einfach, ob das eh alles passt, ob das nicht manipuliert wurde. Unser Backup-Blatt, es ist einfach nur ein Blatt, ja, aber nur mal, zumindest mal provisorisch, aber man sollte das auf jeden Fall laminieren, wenn man schon keine Stahl sieht, also ja, Plate hat, was ich wirklich jedem empfehlen würde, also das irgendwie wirklich permanent für immer feuersicher und wassergeschützt und was weiß ich was alles, ja, einzustanzen und zu, wie auch immer, zu schützen und zu begraben oder wie auch immer. So, die wir verwendet werden, dies ist zunächst, aber dann zeige ich Ihnen auch eine andere Möglichkeit, es zu sichern. Wir haben die Call Card selbst, die auf der Vorderseite eine kleine Hülle hat. Da gibt es auch unterschiedliche, also Farben übrigens. Wir zeigen Ihnen kurz einige andere Optionen dafür und dann das Gerät selbst. Also auf dem Gerät hast du deine Ziffern hier. Schaut im Prinzip eigentlich wie ein Taschenrechner aus, aber fast. Ja, also gut, mit dem kleinen Display und so weiter, aber wie auch immer. Hast du deine Ziffern hier, also deine Abrechnungsfunktion, also das X, dann man kann es alles transparent, finde ich auch ganz toll vom Design her. Es ist transparent einfach, ja. Man sieht, wir brauchen einfach mehr Transparenz auf diesem Planeten. So, oder was? Ja, Moment mal, da ist es ein bisschen der Text, ein bisschen zu langsam. Hier haben wir auch unsere Micro-SD-Karte. Es ist übrigens eine industrielle Standard, ja, also die verwenden ganz spezielle Micro-SD-Karten. Ich glaube, man kann das sogar über Amazon, aber ich würde das sogar zur Sicherheit sogar wirklich direkt von CoinKite bestellen, weil die haben einfach eine direkte Bezugsquelle. Aber wie gesagt, also es ist Industrial Grade. So, es gibt so, wie es auch Laptops gibt, die so Military Grade sozusagen sind. Ja, es gibt so einige auch von Lenovo, weiß ich zum Beispiel. Also ich finde das einfach vom Standard her, von der Sicherheit, von der Komposition, von der Architektur, von Robustheit, ja. Gut, es ist nur eine Micro-SD-Karte in Industriequalität. Wie gesagt, die stecken wir gleich hinten hier ein, sodass sie einfach in den Steckplatz hier passt und einrastet. Okay. Die haben wir jetzt drin. Oh, wir haben auch das Verbindungskabel hat jetzt einen kleinen magnetischen Noppen. Sie können jetzt einfach ein normales Kabel verwenden, aber ich mag diese, die einfach oben rein. Es ist irgendwie so eine Art Dings, also ein Nopp eher, so ein, gibt man einfach rein und dann, ja, kann man es einfach, ich glaube sogar, ja, also ich habe kein Apple, ich bin kein Apple-Fan, aber ich glaube bei Apple Computer, glaube ich, ist das auch magnetisch, so der Anschluss, ja, für das Kabel. Gut. So, und dort bleibt es doch. Und dann haben wir hier unseren Kaltstrom quasi, der eine kleine 9-Volt-Batterie, also ja, kleiner Adapter ist für eine 9-Volt-Batterie. Nehme ich einfach ein paar 9-Volt-Batterien von Amazon, klicke sie oben hier an, so dass das, ja, also das kann man ja auch von CoinCat bestellen. Übrigens ist ja diese Vorrichtung da, so dass das USB-Kabel hier reingeht. Ja, und voilà, und man hat hier ein Offline. Absolut, ja, mit nichts verbunden, ist auch magnetisch oben befestigt, wird und zum Einschalten gibt es einen kleinen Ein- und Ausschalter, der an der Seite kalt schon, also schalten wir das gleich ein. Also, wenn du das Ding hier einschaltest, okay, mit der Verwendung dieses Produkts, bla bla bla, akzeptierst du unsere Verkaufs- und Nutzungsbedingungen, du kannst hier nach unten scrollen. Also Sicherheit durchlesen einfach. Okay, um zu akzeptieren, Bedingungen fahren Sie dann fort. Also Häkchen, ja, anklicken. Gut, dann kann man weiter scrollen. Bla 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 bla. Das ist also das Häkchen. Ihre Coldcard sollte versiegelt in der Tüte mit der oben genannten Nummer angekommen sein. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Nummer auf Anzeichen von Manipulation zu überprüfen. Okay. Und das ist also die Nummer, die wir verwenden. Wenn wir hier nochmal einmal rumgehen, sehen wir hier den oberen Teil der Tasche, ja, in dem es angekommen ist und mit dem vergleichen wir das. So, das ist der Slip, der sich in der Tasche befindet und alle diese Zahlen stimmen überein. So, wir sind also sicher, dass es sich um ein echtes Produkt handelt. Also klicken wir einfach auf Überprüfen, markieren und los geht's. So, Häkchen, wir werden zum Hauptbildschirm weitergeleitet. Zuerst
möchten wir einen PIN-Code auswählen. Das ist das Erste, was Sie tun werden, wenn Sie Ihre Coldcard einrichten. Also klicken wir auf das Häkchen hier. Und übrigens in der Navigation können Sie sehen, dass es auf den Ziffern 5, 7, 8, 9 kleine Pfeile gibt. So navigieren Sie durch das Menü und treffen dann eine Auswahl mit dem Häkchen. Okay, oh, wählen Sie also den PIN-Code. Also wählen Sie den Hauptcode der Brieftasche. Seien Sie jetzt schlauer, zum Beispiel. Würden Sie zwei verschiedene Teile haben? Okay, also wird es bis zu 6 Ziffern für den ersten Teil und bis zu 6 Ziffern für den zweiten Teil geben. Wir werden es bei diesem Video einfach noch einmal einfach, also einfach mal simpel zu Demozwecken, kann es später zurückgesetzt werden, dass es aus zwei Teilen besteht, einem Präfix und einem Suffix. Also erster Teil, zweiter Teil. Jeder Teil muss zwischen 2 und 6 Ziffern lang sein. Die Gesamtlänge kann bis zu 12 Ziffern betragen. Was hier also passieren wird, ist, dass der Präfixteil entfernt wird, da es sich um ein Anti-Phishing-Gerät handelt. Erhalten Sie ein paar Wörter, also zwei Wörter, die Sie jedes Mal sehen, wenn Sie sich anmelden. Ihre neue PIN schützt den Zugriff auf dieses Coldcard-Gerät und spielt keine Rolle bei den Startwörtern oder Privatschlüsseln der Brieftasche. Es gibt absolut keine. Also so können Sie eine vergessene PIN wiederherstellen. Schreiben Sie sie auf, okay, damit wir von dort aus wieder fortfahren. Also Warnung, es gibt absolut keine Möglichkeit, die PIN oder die Callcard auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn Sie die PIN vergessen, vergessen Sie nicht den PIN-Code. Drücken Sie hier die Großbuchstaben 6, um zu beweisen, dass Sie das oben Gesagte gelesen haben, und beenden Sie diese Nachricht damit, okay, also machen wir das PIN-Präfix für die Zwecke dieses Videos noch einmal. Ich mache einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, zweimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Häkchen. Ja, gut, bestätigt, gesetzt. Damit erhalte ich die beiden Wörter Rug und Mary und die Art und Weise, wie wir wissen, ob dieses Gerät irgendwann einmal manipuliert wurde oder nicht, ist, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingeben und wir zwei verschiedene Wörter sehen. Das bedeutet, dass jemand dieses Gerät möglicherweise manipuliert hat, seit wir es das letzte Mal benutzt haben. Es ist also wie ein Kanarienvogel in eine Kohlenmine. Also los geht's, und wir können diese übrigens auf dem Sicherungsblatt notieren. Dass wir haben, die Informationen waren also hier das Sicherungsblatt, unsere eigentliche Tasche enthalten, damit wir den ersten Teil der Stecknadel hier mit dem, also mit dem Anti-Phishing, Anti-Manipulationscodewort versehen können. Ich schreibe das also hier jetzt auf, Rug und Mary, und dann machen wir den Check. Markieren, um weiterzumachen, und dann den Rest des Pins wieder. Das werde ich machen, auch wenn das nicht ratsam ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für die zweite Hälfte. Okay, und das bestätigt, was wir gerade gesagt haben. Okay, stell sicher, dass Sie, okay, Sie haben das richtige Präfix und Suffix. Also beginne ich die erste Hälfte erneut mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sollte die Wörter sehen, die ich in Rug und Mary eingefügt hatte, ja, und dann eben den Rest meiner Stecknadel, die wiederum 1, 2, 3, 4, also meines Pins meine ich, ja, Entschuldigung, ein bisschen verdeutscht, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, das wird gespeichert, dann war es das gleiche wie das Original, okay. Und los geht's. Wir haben jetzt die PIN jetzt eingerichtet, und wir haben auf unserem Sicherungsblatt hier die Geräte, also die PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6 zweimal, also ja, Prefix und Suffix und die Anti-Phishing-Wörter geschrieben, die wir verwenden sollten. Sehen Sie, zwischen diesen beiden Hälften liegen Rug und Mary. Okay, perfekt. Wir legen das beiseite und können weitermachen. Nachdem wir nun unsere PIN, unsere Anti-Phishing-Codewörter festgelegt haben, können wir mit der Erstellung eines neuen Seeds, also ja, die Schlüsselwörter beginnen, Phrase oder mehr oder weniger die Schlüssel zu Ihrem Geld, Ihre privaten Schlüssel. Also sind oben unsere ersten Optionen hier neue Startwörter. Wir werden darauf klicken. So, und dann auswählen, ob wir 24 oder 12 Wörter wollen, und dann sind noch einige, die ja Optionen für Würfel. Wörter, also man kann das auch würfeln, ein bisschen, ja, ein bisschen aufwendiger, finden Sie im Abschnitt erweitert. Wir werden uns diese später genauer ansehen, aber im Moment werden wir unsere Standardoption von 24 Wörtern verwenden.
Also beginnen wir mit diesen geheimen Wörtern und im Grunde, ja, also scrollen Sie nach unten und schreiben Sie all dies penibels genau auf Ihre Backup-Karte. Wir kommen also zurück. Sobald wir das alles richtig gemacht haben, sind wir am Ende angekommen. Unsere Startphrasen, also aufgeschrieben und Schlüsselwörter aufgeschrieben und sagen jetzt bitte ver ja, noch einmal überprüfen, doppelt überprüfen, überprüfen Sie Ihre Notizen. Also alles zweifach, dreifach, vierfach, bitte nochmal einfach gegenchecken, überprüfen. Es wird einen Test geben. Ich kann jetzt auf die Schaltfläche klicken. So, und wir sehen das Wort, also Nummer 16. Ja, wir prüfen unser Blatt, unser Sicherungsblatt, sehen, dass das Wort 16 großartig ist. Das heißt, wir treffen Nummer 2. So, ja, Wort 14, klicken Sie auf, ja. Eins und vier, ja, und wir gehen dann, bis wir dann fertig sind. So, dies wird sich von MK3 bis MK4 vom Modell her ein bisschen unterscheiden. Wenn Sie NFC auf MK4 aktivieren möchten, müssen Sie dies hier tun, damit, also extra aktivieren, damit es Ihnen möglich wird, so, ja, und damit tippen Sie mit dem Mobiltelefon auf die Callcard, um Daten einfach über NFC zu übertragen. Sie können dies später unter Einstellungen Hardware ein- und ausschalten ändern. Wie ich bereits in der Einleitung sagte, ist dies bei vielen anderen Geldbörsen, also Bitcoin Wallets, noch nicht der Fall, aber bei mir, ich werde sowieso nur das Häkchen setzen, weil ich es später verwenden werde und möchte, aber ich werde Ihnen etwas später auch zeigen, wo sich diese Einstellung befindet. Dies ist eine weitere Funktion, die speziell für die MK4 ist. Möchten Sie einen USB-Anschluss aktivieren, das Laufwerk verwandelt es in eine virtuelle Festplatte. Wir werden dies im Abschnitt erweitert untersuchen, aber ich werde dies auch aktivieren. Also klicke ich auf das Häkchen, bestätige und los geht's. Unsere Coldcard ist jetzt vollständig eingerichtet und betriebsbereit. So, gehen Sie auch in Bezug auf die Sicherung. Ich möchte nur noch eine sichere Möglichkeit suchen, dies tatsächlich wieder zu sichern, etwas, das CoinKite auf seiner Website hat. Schauen wir uns also die Seedplate an, oder Sicherungs, ja, Sicherungspapier und sehen, wie sie sich dies auf den Seedcoup übertragen lässt. Also die Sicherungsplatte, ja, also das ist diese für die Seed-Phrase, für die Schlüsselwörter, ja, das ist eine aus einem speziellen Material, vielleicht ist es auch Titanium, ich weiß, keine Ahnung, also ist ein, ja, aus Metall auf jeden Fall. Das ist also die Seedplate von CoinKite und das ist das Stanzwerkzeug und das ist also um das Einstanzen, ein Locher dafür und im Grunde genommen können Sie die Art und Weise, wie Sie das transkribieren, auf der linken Seite hier sehen alle Buchstaben und des Alphabets. Oben sind jetzt die Zahlen, ist die zweite Seite auf der anderen Seite. Ich habe tatsächlich einen darauf transkribierten Seed, also Schlüsselwörter, aber die Art und Weise, wie es funktioniert, dass man bei jeder Seed-Phrase eigentlich nur die ersten vier Ziffern des Wortes braucht, es sei denn natürlich, es ist nur ein dreistelliges Wort oder dreiziffrige, ja, aber nur die Sie benötigen, maximal die ersten vier Ziffern des Wortes, um Ihr Geld zurückzuhalten zu können, ja, zu finden. Okay, also was Sie also tun würden, wäre, sagen wir sind hier bei Wort 13, wir haben bereits die ersten 12 gemacht. Auf der anderen Seite ist dieses Wort keuchen, also würden Sie es tun, gehen zu Wort 13. Und dann gehst du ganz nach unten zum G und dann schlägst du dort mit diesem Drücke ein, also mit diesem Stanzer oder einem Werkzeug ein Loch, um dir zu zeigen, wie das funktioniert. Werde ich hier es ganz oben machen, so nicht, wo ein Buchstabe ist, und sie ihn einfach nach unten drücken, einfach, ja, und schnallst wieder zurück, springt wieder zurück und hinterlässt einen kleinen Punkt, ja, eine Delle, der schwer zu erkennen ist, aber hinterlässt einen kleinen Punkt an der Stelle, in der Sie ihn gedrückt haben und dadurch entsteht Ihre, ja, Seed Phrase, sehr, sehr widerstandsfähig gegenüber Dingen, also wie Feuer, Wasser etc. Sie meinen, Sie könnten dieses Ding durch einen Ofen schieben und Sie hätten kein Problem damit, also, ja, sich es wieder zu finden und wiederzuerkennen und die Löcher auf dem massiven Stück Stahl zu sehen. So funktioniert das also, wenn Sie neugierig darauf sind, dann würden Sie das einfach für jedes Wort transkribieren. Bei Wort 13, Gasp, also GASP zum Beispiel, keuchen auf Deutsch, und dann würden Sie die Zeile nach unten bewegen und alle Ihre Wörter auf die Vor- und Rückseite der Seedplate schreiben, auf diese Platte. Wenn es also 24 Wörter wären,
nachdem, also ja, er kommt jetzt sozusagen zum Initial Setup, also zu einem initialen Setup von 2 von 2, also der zweite Teil vom Setup, also das Exportieren von Cold Card und Importieren auf das Sparrow Wallet. So, hier haben wir nochmal die Seed-Phrase, Schlüsselwörter erstellt und wir haben es gesichert, müssen wir jetzt diese Wallet nun in eine Wallet-Software exportieren, damit wir überhaupt mit ihr interagieren können, Transaktionen senden und empfangen können. Dazu verwenden wir die Sparrow Wallet auf dem Desktop, aber Cold Card funktioniert mit einer Vielzahl anderer Optionen, sei es Sparrow, wie wir Blue Wallet, also ich bin jetzt kein Fan von Blue Wallet übrigens, aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Übrigens, Blue Wallet funktioniert nur auf einem Mobile Phone oder Smartphone, das schon ein jüngeres, also eher neueres Modell ist, ja, bin ich drauf gekommen. So, aber nachdem ich ein älteres Modell habe, gut, ist es überfällig. Also, ja, was weiß ich, er redet dann über Spectre, Wasabi, bla bla bla. Ja, also es gibt verschiedene, ja, Wallets einfach. Oder Desktop-Wallets, die man hier verwenden kann. Es gibt einfach eine Menge verschiedener Optionen. Ich verwende heute nur Sparrow Wallet, weil es ganz ehrlich mein Lieblings-Desktop ist, also meine auch. Die Art und Weise, wie wir dies tun, um die Daten zu exportieren, bedeutet nicht, die Schlüssel zu unserem Geld zu exportieren, sondern nur den erweiterten öffentlichen Schlüssel, was bedeutet, dass wir den Kontostand prüfen und dann Geld erhalten können. So. Wir können über Airgapped, ja, also Airgapping interagieren, was uns gleich dazu bringt, also offline, ja, also nicht verbunden mit dem Internet, Transaktionen zu empfangen oder zu senden. Also lasst uns zunächst herausfinden, wie man exportiert. Also scrollen wir hier auf dem Hauptbildschirm nach unten und los geht's. Und man geht zum Advanced und Tools, also erweitert, ne? Wählen wir also aus und gehen dann eine Option dann zum Exportieren der Wallet durch. Wir werden nach generischem JSON suchen, damit Sie andere Optionen hier sehen können. Hier können Sie Electron Wallet, Wasabi, bla bla, Unchained Capital, bla bla bla. Also ich habe hier die Cold Card in einem Unchained Multisig Video verwendet, das ich kürzlich gemacht habe, wenn Sie neugierig sind. Aber wir werden nach generischem JSON suchen, das ist ein spezieller Standard, werden wir prüfen, ob dort steht, dass dadurch eine JSON-Datei mit XBug-Gewerten gespeichert wird, werden um die typische Single Signer UTXO, also Unspent Transaction Output, ja, für diejenigen, die das nicht wissen, zu sehen, damit die mit dieser Cold Card verbunden ist. Es heißt nur, dass sie ihr Wallet exportieren, um es in einem anderen Wallet zu verwenden. Ja? Okay, oder damit zu interagieren. Okay, wir überprüfen standardmäßig die Kontonummer, lassen Sie dieses Feld leer, sei denn Sie wissen, was das ist. Wir werden nicht darauf eingehen. Sie können es belassen dabei, wenn Sie mit dieser Nummer herumspielen oder etwas daran ändern. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie getan haben, wenn Sie diese Nummer also mit anderen Wallets verwenden, können Sie, ja, also das behalten Sie einfach, denken Sie daran, Sie können hier einfach überprüfen, klicken. Okay, und hier, weil wir wie heißt es, NFC aktiviert haben, heißt es, drücken Sie 3, um die generische Exportdatei über NFC zu erteilen. Andernfalls ist es in Ordnung, normal vorzufahren. Also klicken wir auf OK, weil wir NFC nicht richtig verwenden. Nun, oder noch nicht, noch auf unserer MicroSD-Karte gibt es jetzt eine Datei mit dem Namen coldcard-export.json. Okay, das ist also die Datei, die wir auf unserem Desktop verwenden werden. Also klicke ich hier einfach auf das Häkchen, ist angezeigt, wir kehren dorthin zurück, wo wir waren. Wir können X drücken, also raus, um wiederholt zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Ich kann jetzt also meine MicroSD-Karte herausnehmen und wir werden sie mit unserem Computer-Desktop verwenden. Also bin ich hier auf meinem Computer, ich habe die Sparrow Wallet geöffnet. Ja. Und übrigens, wo wir schon dabei sind, wenn Sie die was ich ganz, ganz phänomenal finde bei Sparrow Wallet, das ist wirklich eine unglaubliche Funktion, die sie hinzugefügt haben. Man kann jetzt nicht nur
die downgelotete Datei, also sprich die Exe-File, also ja, die einzige, also die File an sich, mit der man das installiert, sondern auch um die sozusagen die Signatur zu überprüfen, ne, die GPG und bla bla bla, also einfach nur Signaturen, ob das sowieso ein echtes, authentisches, also ja, nicht manipuliertes Datei ist oder ob das wirklich vom Entwickler ist und so weiter. Und da gibt es eine Funktion, das kann man dann vielleicht noch später darauf eingehen. Ich glaube, bei Files oder View, ja, geht man da und dann also Verify Download, ne? Und dann kann man einfach nur braucht man einfach nur die Dateien, nicht nur von Sparrow Wallet, sondern eigentlich bin ich draufgekommen von, ich glaube, so gut wie jeder Bitcoin Wallet, die Download-Dateien, ja, also .aec, die .exe-Files oder die .txt, also die Textdateien und so weiter, einfach uploaden. Und er zeigte dann in relativ, also so fast unverzüglich, unmittelbar an, ob mit einem grünen Checkmark, ja, mit einem grünen Häkchen, dass das alles seine Sauberkeit hat, ja. Und dass das alles echt und nicht manipuliert ist. Also das ist das ganz Tolle, was jetzt bei Sparrow Wallet, das konnte natürlich jetzt nicht wissen, da bietet es ja schon vor 2 Jahren. Aber das ist, da brauchen Sie jetzt auch nicht, ich weiß nicht, unzählige, ich weiß nicht, Software downloaden und Hacks und dies und jenes und Cleopatra und dies und dann funktioniert das eine oder das andere nicht oder es ist irgendwie, also jetzt brauchen Sie einfach nur die Sparrow Wallet aufmachen und Sie können jetzt andere Download-Dateien, die überhaupt nicht mit Sparrow Wallet zu tun haben, ja, einfach auf die Authentizität, auf die Richtigkeit, auf die Echtheit, ja, verifizieren, ja, und die Signatur überprüfen. So, weiter. Ich habe ja meine SD-Karte angeschlossen. Wenn Sie sie öffnen, kann ich sie hier sehen. Ich kann die darin enthaltene Datei sehen. Wir werden sie momentan verwenden, sodass Sie in Sparrow Ihre Cold Card importieren können, in der Sie gerade die Datei erstellt haben. Denn wir werden auf neue Wallet ablegen klicken und wir werden dieses Cold Card Tutorial einfach benennen. So. Einfach irgendein Label, einen Namen halt dem Ganzen geben. So. Segwit, hier steht Segwit. Wir müssen nicht näher darauf eingehen, was das jetzt genau ist, aber wir werden hier auf eine Hardware Wallet hier eingehen, die Option sein wird. Hier, ja, es ist alles schön aufgelistet. Jetzt können wir einfach wählen, ja, dass es sich um eine Cold Card handelt. Hier sehen Sie alle verschiedenen Optionen. Wir klicken darauf, Datei importieren. Aha, okay. Und dann wird standardmäßig meine SD-Karte verwendet. MicroSD-Karte können Sie sehen, coldcardexport.json, aber wenn wir etwas angeben müssten, könnten wir die SD-Karte hier auswählen. Wir brauchen nur diese Datei von der SD-Karte, also wählen wir, dass sie alle hier notwendigen Informationen enthält. Und das ist so ziemlich alles, was wir tun müssen. Wir müssen nur die Datei importieren, die wir jetzt übernehmen klicken. So, jetzt möchte ich ein Passwort für diese Brieftasche. Dieses Passwort wäre spezifisch für Ihren Computer und würde nur verhindern, dass jemand hineingeht und den Kontostand von irgendetwas auf ihrem Computer hier sieht. Es hat jetzt keinen Einfluss auf die Seed Phrase, auf die Schlüsselwörter oder in der Art, dass ich hier verwende, um dieses Feld leer zu lassen, benötige ich im Moment kein Passwort dafür. Also sage ich einfach Nein. Perfekt. Ja, und jetzt ist alles eingerichtet. Wir können sehen, dass alle Optionen jetzt blau sind. Ich kann jetzt auf die angezeigten Transaktionen klicken. Wir haben einen Kontostand, unseren Sendebildschirm, unseren Empfangsbildschirm, unsere Adressen vorgeneriert, unsere UTXOs. Wir werden uns gleich mit den Einzelheiten befassen. Die Einstellungen sind die Seiten, auf der wir gerade waren, mit allen Details unserem Wallet, Sparrow Wallet. Also sind wir im Grunde genommen jetzt bereit, um einige Transaktionen zu senden und zu empfangen, damit Sie einfach losstarten können. Airgap-Transaktionen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Airgap, das heißt offline. Das heißt nicht, absolut nicht mit dem Internet verbunden. Wie empfange ich das Empfangen? So. In der Sparrow Wallet, tatsächlich, also gibt es mehrere verschiedene Wallets. Gleichzeitig kann man das kann man alles öffnen. Für die Zwecke dieses Videos habe ich hier eine zweite Wallet geöffnet, die ich speziell für Tutorials namens Test auf meinem Computer habe, Wallet, und ich kann einfach mit diesen Registerkarten oben zwischen ihnen wechseln. Also gibt es meine Test-Wallet und Sie können aus früheren Tutorials einige Sets sehen, die dort drin sind, also sprich Satoshis, ne, also die Bruchteile, also die Untereinheiten von einem Bitcoin, also nur zur Erinnerung für die ganz blutigen Beginner.
Ein Bitcoin enthält 100 Millionen Satoshis oder Sats, wie man so schön sagt. Ja? Also beginnen Sie Sats zu sammeln. So. Oder auszugeben. So. Aus frühen Tutorials einige Sats sehen, die dort drin sind. Und dann ist hier die Cold Card, die frisch und überhaupt keine Transaktion hat. Also es ist überhaupt keine Transaktion drin. Also sind wir es. Also ich werde etwas Geld hier, also Bitcoin von der Testbrieftasche auf unsere Cold Card erhalten. Hier auf Sparrow ist das ganz einfach. Wir können einfach auf Empfangen klicken. Wir sehen dort eine neue Adresse und fügen einfach eine Beschriftung aus der Testbrieftasche hinzu. Und dann können wir weitermachen. Wir können diese Adresse natürlich kopieren, wenn wir sie von einem Telefon-Wallet, also ja, in dieses, also einem irgendeinem Mobile-Wallet und wir senden. Und wir können das einfach hier einen QR-Code generieren oder hier scannen oder wir können diese Adresse kopieren und eine Nachricht auch oder ein E-Mail oder was auch immer einfügen, um diese auch zu erhalten an die Personen, die versucht wird, uns so schnell etwas zu senden. Gehe ich hier zum gleich zum ja, also gehe ich zum Wallet und gehe zum Sendebildschirm. Dort füge ich die Adresse ein. Ich habe mir die letzten paar Ziffern notiert. Gut für mich, also nur ein letzter Check. Die ersten Ziffern, letzten Ziffern, also nur paranoid zu sein. Zum Cold Card Tutorial. So, und wir werden über 100.000 Sets hier senden. Vielleicht machen wir 200.000, okay, Sets. Okay, also ungefähr 40 Dollar, die wir hier rüber schicken. Also werde ich das so lassen, wie es ist. Ich werde die Gebühr ein wenig erhöhen, nur weil es ein Tutorial ist und ich mag es, wenn diese Dinge schnell gehen. Also los geht's, wir zahlen an diese Adresse, wir kleben ein Etikett drauf, eine Beschriftung, da steht unser Betrag, unsere Gebühr, die wir festgelegt haben. Und unsere Gebühr beträgt im Moment etwa 60 Cent und das zeigt tatsächlich, ja, wie die Transaktionen im Detail wieder funktionieren. Wir werden uns demnächst noch ein wenig damit befassen. Und das sieht für mich alles gut aus. Also werde ich so. Ja, so, wenn wir Transaktionen erstellen, schließen wir für die Unterzeichnung, also wir schließen das mit der Unterzeichnung ab, unterschreiben das und ja, und broadcasten das. Also wir senden das, übertragen das dann auch. Im Grunde genommen gibt uns dieser Ablauf genau dort alle Informationen über unsere Transaktion, darüber, welches Geld, wo wir, also welche Bitcoin, wie ausgeben, wir fügen und dazu unsere Signatur hinzu, übertragen sie in ein Bitcoin-Netzwerk, los geht's. Es landet in unserem ja, also Einkaufsraum was und wir sollten einen Moment eine Benachrichtigung demnächst erhalten. So, und ja, da poppt schon auf, oben rechts, wie man es ja schon hier sieht, bei BTC Sessions auf seinem Desktop. Und wir sehen, dass diese Benachrichtigung auftaucht. Wir können sehen, wie Geld auf die Cold Card jetzt eingeht. Tutorial. So, wir verlassen die Test Wallet und wenn wir speziell in der Test Wallet sehen wollen, gehen wir zu Transaktionen. Wir können sehen, dass es dort die ausgehende Transaktion gibt. Aber das Wichtige, dass die Co im Cold Card Tutorial geht zu den Transaktionen. Hier gibt es eine eingehende Transaktion, die zeigt, wie wir wissen, dauert die Bestätigung von Bitcoin-Transaktionen auf der Blockchain, also On-Chain, ne? Etwa im Durchschnitt 10 Minuten. Daher warten wir einfach auf die Bestätigung, wenn wir weitere Details zu den Transaktionen wünschen, auf die wir klicken möchten. Mit der Lupe kann man hier erhalten wir alle Details. Also man kann auch sagen, noch genauer noch reinschauen zur Transaktion. Und wenn Sie in einem Block Explorer sehen möchten, am besten mit einem eigenen Node verbunden, aber da können wir noch später zu sprechen kommen, können wir diese im Mempool kann man das alles einzeln, können wir diese Transaktion-IDs hier oben kopieren, ja, und sie in einem Block Explorer öffnen. Am besten in einem eigenen, mit dem eigenen Node verbundenen Node und dann den Mempool dann aufmachen. Und das kann man dann einfach hier eingeben, oben rechts also ja, im Suchfeld hier, ja, wo steht TXID, da oben in der weißen Leiste. Ja. So, und dann auf ja, Enter und schon, ja, Beispiel dafür, worauf ich mich dort bezogen habe, ist mempool.space, obwohl es meine eigene Version davon ist, die auf meinem eigenen Bitcoin-Knoten, also mein Bitcoin-Node läuft. Sie müssen nicht sofort in dieses Kaninchen, also in den Kaninchenbau hier gehen. Aber wenn Sie neugierig sind, habe ich vielleicht Tutorials zu diesem Thema. Ich werde diese auch unten verlinken, aber unabhängig davon, ob Sie
im Internet zu mempool.space gegangen sind, können Sie es dort Ihre Transaktions-ID einfügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Wir können sehen, dass unsere Transaktion hier wartet und es wird hoffentlich der Fall sein. So kommen Sie im nächsten Block dann durch, wann immer das dann beendet ist. Der letzte Block ist 7 Minuten her. Also kann es bei diesem noch einmal bis zu 10 Minuten, also plus minus, dauern, diese bestätigt wird. Sind wir gleich zurück. Alles in Ordnung, die Transaktion wurde jetzt bestätigt. Wir können es gerade sehen, nur gekreuzt. Wir schließen das hier ab. Da ist die Transaktion. Wir können die Transaktion einfach schließen und Sparrow auch. Aber wir können jetzt sehen, dass diese kleine, also eine Bestätigung hier anzeigt. Also haben wir dort eine Bestätigung, die gut genug ist, damit es das gleiche, so das Wallet mit dem Tutorial für Coldcard, damit wir erfolgreiche Transaktionen erhalten haben. So schauen wir uns das mal an. Was nötig ist, um eine Transaktion zu senden, sie zu signieren und mit unserer Cold Card zu übertragen. Jetzt machen wir dieses Video natürlich mit so vielen Dingen, die es zu behandeln gilt, die ich kannte. Ich wollte ein paar Dinge vergessen, also filme ich das nochmal im Schnitt. Aber wenn Sie Adressen auf der Sparrow Wallet haben, diese aber nicht mit Ihrem Gerät selbst verknüpfen, dann ist da Vertrauen im Spiel. Und Ihr Computer könnte kompromittiert theoretisch werden und es könnte Ihnen eine Adresse anzeigen, ja, die eigentlich nicht Ihre Coldcard zugeordnet ist, sodass Ihre Coldcard im Wesentlichen Ihr Leuchtfeuer der Wahrheit ist. Wenn Sie also Ihre Adressen mit Ihrer Coldcard vergleichen möchten, können Sie dies tatsächlich einfach von der Hauptbildschirm aus tun. Also und das ist die dritte Option hier unten. Und es heißt, Address Explorer, also ja, ist in Ordnung, wenn Sie drauf klicken. So, ja, zunächst eine kleine Meldung. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, werden Ihnen drei Optionen angezeigt. Welche Art von Konto haben Sie? Dies wäre also entweder ein Legacy-Konto, also das ist das ganz, ganz alte, ein geschlossenes, wie sagt man da, ein Segwit-Konto oder ein normales Segwit-Konto. So, also es gibt verschiedene einfach Standards, das heißt, Ihre Adressen beginnen mit einer 1, 3 oder eine BC1, also BC1, ja. So dass Sie sehen können, dass dort meine ersten drei Adressen sehen. Ich würde einfach diejenigen auswählen, die auf mich zutreffen, nämlich BC1, und ich würde darauf klicken und es würde mir eine Liste mit Adressen geben. Außerdem hätte ich die Möglichkeit, eine Liste mit Adressen in eine Datei zu exportieren, die ich dann können wir es auf dem Computer prüfen und so weiter, aber das erlaubt mir mehr oder weniger durchzugehen und zu sagen, ja, diese Adressen sind korrekt, diese Adressen gehören mir und sie werden nicht von einem böswilligen Computer oder irgendwie halt generiert, also schon wieder eine tolle Sache, Funktion auf der Cold Card. So, was jetzt zum Senden von Airgap-Transaktionen noch einmal, ja, also Airgap, Betonung auf Airgap. Also offline, nicht mit dem Internet, also liegt ja darin die Magie der Cold Card. Denken Sie daran, dass wir Ihr Gerät derzeit nicht an irgendetwas angeschlossen haben, das mit dem Internet verbunden ist. Es ist buchstäblich an eine 9-Volt-Batterie angeschlossen. Wir konnten jedoch eine Seed-Phrase, also eine Schlüsselwörter-Phrase erstellen, ja, die 12 oder 24 Wörter und Geld und also Bitcoin dafür erhalten. Und wir werden wieder in der Lage sein, Gelder daraus zu senden, ohne das Ding jemals an das Internet anzuschließen. Wie machen wir das also? Lassen Sie uns zunächst eine Empfangsadresse festlegen, an die wir senden möchten. Damit wir unseren Test durchführen können, der Wallet, klicken wir auf Empfangen und dann rufen wir dies aus dem Tutorial, also Aufrufen der Karte hier auf. Okay, perfekt. Also machen wir weiter. Wir kopieren diese Adresse und springen hier zurück zur eigentlichen Cold Card. Also gehen wir von unserem Cold Card aus unserem Sendebildschirm, fügen die gewünschte Adresse ein, gehen zum Test-Wallet und wählen dann den gewünschten Betrag aus, um zu senden. Also schicke ich einfach den Gesamtbetrag hier, wir werden das Maximum erreichen. Und ich werde die Gebühren hier belassen, mal sehen, wie es ein wenig, ob man es noch reduzieren kann, die Kosten, die Gebühren. Und das sieht für mich alles gut aus. Wir haben also die Empfangsadresse, an die es gesendet wird. Wir haben ein Etikett, also ein Label. Wir haben den Betrag, den wir senden. Wir haben die Gebühr festgelegt und es kann losgehen. Also machen wir es, klicken wir auf Transaktion erstellen
um die Transaktion zum Signieren abzuschließen. So, an diesem Punkt werden wir dies tatsächlich tun, da wir nicht einfach richtig signieren können. Die Schlüssel befinden sich nicht auf diesem Computer. Was müssen wir also tun? Wir müssen sie tatsächlich speichern. Die Transaktion wird auf unsere MicroSD-Card gespeichert, damit wir sie zur Genehmigung, ja, zur Genehmigung auf die Cold-Card übertragen können. Daher klicken wir auf Transaktion speichern und möchten diese auf der MicroSD-Card speichern, die noch im Computer steckt. Dies wird als zweiter Test gespeichert. Wallet PSBT. PSBT steht für Partial Signed Bitcoin Transaction. Also werden wir das auf unserer SD-Karte speichern zunächst einmal. Wenn ich es dort öffne, ist es in Ordnung. Perfekt. Also es ist das, was wir jetzt brauchen. Wir können es von unserem Computer auswerfen und nehmen es aus dem Computer heraus, stecken es in die Cold Card wieder und kümmern uns dort da um alles dann wieder, um das Restliche. Also habe ich hier die MicroSD-Karte wieder in die Cold Card gesteckt, damit wir direkt vom Hauptmenü aus loslegen können. Also alles, was wir tun werden, ist die erste Option auswählen, die zum Signieren bereit ist und dann das Häkchen okay, ja, bestätigt, damit automatisch erkannt wird, dass sich auf meine MicroSD-Card jetzt eine Transaktion befindet. Eine teilweise signierte Bitcoin-Transaktion, wenn es mehrere Transaktionen gäbe, das würde mich dazu bringen, auszuwählen, welches, und es würde mir die Dateinamen geben. Also hier weiß es, dass es nur eine einzige zu genehmigen gibt. Also heißt es okay zum Senden. Möchten Sie so viel Bitcoin an die folgende Adresse senden? Ich schaue mir das alles genau an, vergleiche das Ganze. Ich habe gerade meinen Computer und die Adresse scheint dieselbe zu sein. Alles nur mal einfach nur zur Sicherheitshalber checken. Netzwerkgebühr beträgt 605 Sats. Drücken Sie OK. Transaktion genehmigen und signieren. X, um die Transaktion abzubrechen. So, das würde als erledigt sein. Für mich sieht alles richtig aus. Klicke auf das Häkchen. Bestätigt. So, also, okay. Also heißt es, dass PSBT signiert ist. Ja, Partial Signed Bitcoin Transaction. Also, ja, partiell signierte Bitcoin Transaktion ist jetzt bestätigt. Über meine Cold Card, das ist also bereit für die Ausstrahlung, also für das Broadcasten, für die Übertragung. Also machen wir hier weiter. Wir werden das Häkchen hier nochmal hier setzen, bestätigen und jetzt können wir die SD-Karte herausnehmen. Wieder herausnehmen. So, wir stecken sie wieder in den Computer, also entweder direkt oder halt über den Adapter oder was, wie auch immer. So, hier sind wir in Sparrow Wallet. Unsere SD-Karte ist wieder eingesteckt. Ich öffne sie gerade, mal sehen, was wir da haben. Aha. Da ist der ursprüngliche Export unserer Brieftasche, den wir nicht mehr benötigen. Da ist die ursprüngliche unsignierte Transaktion. Hier ist die signierte Transaktion. Jetzt ist sie da, exportiert auch etwas namens Test Wallet Final. Und dies würde verwendet werden, wenn beispielsweise, wenn bei der Transaktion, bei der Sie abgeschlossen haben, Sie gelöscht haben, etwas passiert ist und alle Informationen von vorher nicht mehr vorhanden sind und Sie alle diese Informationen benötigen, ja, einfach zu portieren, zu exportieren. So, hier haben Sie eine Transaktion in Ihrer vollständig gesignierten und sendebereiten Form, aber wir werden diese signierte Transaktion hier verwenden als Rückblick auf das, was wir hier auf der Sparrow Wallet gemacht haben. Sagen wir hier, ja, wir besitzen diesen Bitcoin, was würden wir tun? Ich würde es gerne an eine Adresse mit der folgenden Gebühr senden. Und da die Schlüssel zu diesem Geld nicht auf dem Computer waren, sondern auf unsere Cold Card, mussten wir diese Informationen auf die Cold Card übertragen und sagen, hey, das ist es, was wir planen zu tun. Und wenn wir es auf der Cold Card genehmigen, fügen wir im Grunde nur eine Unterschrift hinzu. Es ist so, als würde man sich auf eine Kreditkarte abmelden oder etwas, bei dem man seine Anmeldeinformation hinterlegt und sagt, ja, das ist in Ordnung, alles klar. Also brauchen wir nur, um diese Signatur zu dieser Transaktion hinzuzufügen, die wir zusammengestellt haben, klicken wir hier auf, ja, genau auf diese Datei. So, und wir haben das signiert und Transaktion laden. Wir klicken jetzt auf die signierte Test Wallet. Signiert ist und Sie können jetzt sehen, dass die Signatur eine von denen ist, die wir für die Transaktion haben. Wir brauchen dies, also um dies abzusenden, klicken wir einfach auf Broadcast, Transaktion, also übertragen. Also machen wir das jetzt ja, in Ruhe, so in Ordnung, damit das abgeschickt wurde. So, wenn wir zu unserem Test Wallet jetzt zurückkehren, können wir die eingehende Transaktion dort sehen und wenn wir zurückgehen auf der Cold Card,
können wir die ausgehende Transaktion hier noch einmal sehen. Hey, das wird genau dort wiedergespiegelt und wenn möchten, können wir sie in einem Block Explorer aufrufen, wiederum, indem wir die Transaktions-ID kopieren, sodass wir Bitcoin erfolgreich empfangen und ges so gesendet haben, eine Airgap-Transaktion oder Mode, ja, Airgap, alles und aus unserem neu erstellten Cold Card Wallet. So, stelle ich wieder sagen die Seed Phrase oder die Schlüsselwörter wieder her von meiner Cold Card, damit das auch mal zur Sicherheit besprochen wird. Als Anfänger sollten Sie außerdem wissen, wie Sie Ihr Wallet tatsächlich wiederherstellen können. Was passiert, wenn Ihr Gerät gelöscht wird oder kaputt geht und Sie es wiederherstellen müssen? Das Backup, das Sie erstellt haben. Das Backup-Blatt oder die Seed-Platte, ja, das ist diese metallische Platte, in die Sie Ihr Seed-Phrase gestanzt haben. Wie nehmen Sie diese Informationen auf und stecken sie möglicherweise wieder in eine neue Cold Card? Also lassen Sie uns das ganz kurz mal durchgehen, obwohl ich gerade dabei bin. Ich werde diese Cold Card tatsächlich löschen, also gehe ich ganz bewusst löschen, also gehe ich zu den Werkzeugen und gehe hier ganz nach unten zu den Gefahrenzonen, ja, Danger Zone und Seed, also zu den grundlegenden Funktionen, ja, nämlich also Seed Phrase Funktionen und ich werde diesen Seed Phrase, diese Schlüsselwörter, also zerstören, ja. So, ist es in Ordnung, werde ich gefragt. Dadurch werden die Startwörter gelöscht und die Brieftasche zurückgesetzt. Alle Gelder gehen verloren. Sie sollten besser ein Backup mit den Startwörtern haben. Also viele, viele Warnungen, Meldungen und Fragen. Sind Sie wirklich sicher, obwohl diese Aktion mit Sicherheit dazu führen wird, dass Sie alle mit dieser Brieftasche verbundenen Gelder verlieren? Es sei denn, Sie haben eine, sich, ja, Sie haben, sichern Sie die Schlüsselwörter und wissen Sie, wie man sie in eine neue Brieftasche importiert. Drücken Sie sie 4, um zu beweisen, dass Sie das alles gelesen haben. Ich liebe diesen Beweis, dass Sie alles gelesen haben. Okay, also werde ich die 4 drücken. So, also löscht das jetzt nicht unsere PIN. Okay, der PIN, den wir damit eingerichtet haben, ist immer noch derselbe, aber es ist keine Seed Phrase mehr, ja, also damit verbunden, also haben wir keinen echten. Es sind also immer noch die gleichen Anti-Phishing-Wörter, Rug and Marry in meinem Fall, die wir ursprünglich aufgeschrieben haben. Okay, das sieht gut aus. Geben Sie den Rest mal eine PIN hier ein. Ja, okay, aber sobald wir hier sind, sobald wir auf der Cold Card selbst sind, werden Sie sehen, dass wie die Option für neue Startwörter haben. Es gibt keine Standardeinstellung bereits zum Unterschreiben oder auf dem Bildschirm. Okay, also hier könnten wir die Brieftasche wiederherstellen, nachdem, also nehmen wir an, Sie haben Ihre Cold Card kaputt gemacht und Sie haben eine neue Cold Card und Sie haben Ihr Backup. Okay, alles, was Sie tun müssen, um Ihre Seed-Phrase, die Sie haben, zu sichern oder zu importieren, gehen Sie einfach Option runter, um vorhandene zu importieren. Wählen Sie aus, wie viele Wörter Sie haben. 24, großartig, wir werden 24 Wörter erreichen. Also ja, dann können Sie mit dem Importieren des ersten Wortes beginnen, sodass das erste Wort für Sie markiert ist. Sie können scrollen, nach unten scrollen, nach dem T suchen. Anschließend wird automatisch der nächste Buchstabe ausgefüllt, sodass Sie T ja, und T sehen können. Anschließend werden Ihnen die möglichen Wörter angezeigt und Sie scrollen einfach nach unten zu dem Wort, das zutrifft. Okay, ich werde das für jedes einzelne Wort jetzt tun, damit das nächste wieder so ist. Also gehe ich zum V, ja, zum Buchstaben V und es fängt an, die Möglichkeiten auszufüllen, was als nächstes kommen könnte. Also scrolle ich einfach nach unten und sehe wieder V, E, R und dann kann ich sehen, aha, ganz genau dort. Also kommen wir zurück, wenn wir dies mit jedem einzelnen Wort tun. Nachdem Sie alle Ihre Wörter erfolgreich eingegeben haben, werden Sie erneut gefragt, ob Sie NFC aktivieren möchten und erneut, ob Sie das USB-Laufwerk aktivieren möchten. An dieser Stelle ist ist die Cold Card vollständig wiederhergestellt und Sie können sie im Beispiel mit Sparrow Wallet verwenden. So, wie upgrade ich die
also quasi die Standard-Software des Geräts, ja, also die Firmware, wie das so schön heißt. So eine weitere wichtige Sache, die Sie als Anfänger mit einem Cold Card tun möchten, ist die Aktualisierung der Firmware, ja, also der Standard-Software, also der ursprünglichen Manufaktur quasi Software. Es wird Updates für dieses Gerät geben, natürlich von Zeit zu Zeit, zu erfahren, welche Version Sie gerade verwenden, können Sie einfach zu den erweiterten Advanced Tools gehen, zu Firmware aktualisieren und dann oben steht Version anzeigen. Ja, Show the Version und es wird angezeigt, welche Version Sie sich gerade befinden und derzeit Version in dem konkreten Fall 5.0.2, also sehr viel, viel ältere. Es gibt es eine neue Version, weil es schon ja, 2 Jahre jetzt her ist, der Firmware und wir werden diese tatsächlich herunterladen und die Firmware hier über dasselbe Menü aktualisieren, um zurückzukommen zum Menü, in dem wir uns zuerst vorher befahren, als wir uns also auf so. So, komme ich jetzt darauf zurück, aber wir werfen einen Blick auf unseren Desktop hier. Und ich habe derzeit die SD-Karte im Computer eingesteckt und wir sind bei coldcard.com, docs, also slash upgrade, alles klar. Und wir können die aktuelle Version der Coldcard Firmware sehen. Es ist wichtig, dass Sie sich ansehen, welche Art von Coldcard Sie haben, denn die Firmware für Mark II, MK2 und MK3 wird sich von der Firmware für MK4 unterscheiden. Sie werden wahrscheinlich, ja, wenn überhaupt, dann nur die MK4, also jetzt 2024, glaube ich, nur, aber wie gesagt, das müsste ich nochmal checken. Denken Sie also daran, dass wir uns bei MK4 befinden. Das können Sie tatsächlich auf der Rückseite sehen. Wenn Sie nicht sicher sind, wird auf die Coldcard angezeigt, mit welcher Marke Sie es oder Typ zu tun haben. Also holen wir uns die MK4 Firmware, laden Sie sie herunter, klicken darauf und laden Sie sie herunter. Wir werden das einfach auf diese SD-Karte hier ziehen, rüber kopieren oder rüberziehen. Okay, wir haben die Datei auf unserer SD-Karte. Wir werfen sie einfach raus und stecken sie in unsere Cold Card hier ein. Und also gut, jetzt, wo unsere SD-Karte eingesteckt ist, in der heruntergeladenen Datei gehen wir einfach über das gleiche Menü, in dem wir gerade nachgesehen zu MicroSD. Dort steht, wählen Sie das zu verwendende Firmware-Image und es heißt auch, dass das nur eine Datei zur Auswahl gibt, wenn Sie die damals alten Version hatten. Sie könnten auch durch diesen auswählen, aber wir gehen einfach weiter und sehen, aha, da ist unten die Datei, die wir jetzt brauchen. Dort steht, möchten Sie die neue Firmware installieren? Diese wurde am 27. Mai dieses Jahres, also damals halt veröffentlicht und alles gut, wir klicken also auf OK. Also noch einmal, Sie können die Signatur und die Echtheit mit Sparrow Wallet am einfachsten, am simplesten, am nutzerfreundlichsten bestätigen oder verifizieren einfach, ja, indem Sie einfach alle Dateien, also die Signatur, die Textdatei, die .asc-Files, die .exe-File, ja, und die Textdatei einfach in Sparrow Wallet uploaden bei View, Verify Download, ja, brauchen Sie einfach diese Dateien einfach nur uploaden und dann zeigt er innerhalb kürzester ein paar Sekunden, 1, 2 Sekunden, zeigt er sofort an, ob das eh alles rechtens ist, ob das echt ist und verifiziert und so weiter. Und auch die Signatur verifiziert. Gut. So, wir klicken einfach auf OK. So. Und jetzt, das bringt uns wieder zurück zu unserer PIN-Eingabe. So, Präfix und Suffix. Hier sehen wir unsere Testwörter, also in meinem Fall Rug und Mary, und markieren Sie den Rest unserer PIN. Und wir werden direkt zu unserer PIN-Eingabe weitergeleitet. Der Hauptbildschirm und unsere Coldcard sind vollständig aktualisiert und auf die neueste Firmware aktualisiert, mit der Sie sofort Transaktionen durchführen können. Damit sind alle Grundlagen abgeschlossen, die Sie benötigen, um Ihre Coldcard zu starten oder sie zu verwenden. Und Sie wissen es, ja, rufen Sie es auf und stellen Sie es wieder her, falls Ihnen irgendwas passieren sollte. Wenn Sie einfach hier aufhören, sind Sie bereit. Aber wenn Sie wirklich tief in das Angebot und in die Funktionalität von Coldcard eintauchen möchten, schauen Sie sich das weiter, denn es gibt noch viel mehr zu besprechen.
Also insgesamt 2 Stunden sieht Generation, also die Schlüsselwörter-Generation mit Entropie, also mit Würfeln, ja, das ist jetzt, wenn man es ganz auf redundant und sicher und paranoid und ich weiß nicht, was machen möchte, ja, absolut, ja. Also ich habe es nicht noch nie gemacht, aber warum nicht? Könnte ja lustig werden, ne? Mensch, ärgere dich nicht. Gut. Also gehen wir hier zur ersten erweiterten Funktion. Ich beschreibe gerne, wie ich auf der Cold Card eine Seed Phrase als Schlüsselwörter mit Entropie mit Hilfe von Würfeln erstelle, die hier mitkommen oder mitbestellen kann, einfach mitbestellen kann auf der Website von CoinKite, kann man tatsächlich diese kleinen Tüten mit Würfeln erwerben, kaufen, sodass man im Grunde eine ganze Reihe von Würfeln auf einmal ausführen kann. Geben Sie dann diese Würfeln um der Erstellung Ihrer Seed Phrase Entropie hinzuzufügen. Im Grunde genommen wird dies verwendet, wenn Sie nicht darauf vertrauen, dass die Cold Card oder die CoinKite eine Seed Phrase oder die Schlüsselwörter für Sie generiert, die nicht reproduziert werden können, können Sie dies sozusagen das mit Würfel machen. Fügen Sie all diese anderen Daten ein und ändern Sie die Seed Phrase, ja, die Schlüsselwörter mit jedem neuen Datenpunkt, den Sie eingeben. Sie können dies reproduzieren, beweisen, dass die Entropie tatsächlich Ihre Aufgabe erfüllt hat. Okay. Also, wie würden wir das anstellen, so wie ich das von Anfang an gelöscht habe? Stellen Sie sich vor, dass dies im Grunde genommen der Punkt ist, an dem wir die Cold Card hochgefahren und unser PIN eingegeben haben, aber es ist kein Startwert oder irgendetwas darauf. Das ist der Punkt, an dem wir ja sind. Also werden wir als oberste Option hier neue Startwörter auswählen. Und hier werden wir nach unten gehen. Wir werden es unsere Anzahl an Wörtern in Kombination mit dem Würfeln, mit den Würfeln auswählen. Nur für dieses Beispiel, das ich verwenden möchte, 12 Wörter. Es ist einfacher aufzuschreiben und schnell zu sein, aber wir werden hier würfeln, also machen wir das und so würfeln wir jetzt und dann machen wir im Grunde genommen so, dass auch so verwenden Sie alle Würfel, die hier verstreut sind und geben Sie für jeden Würfel, den wir gewürfelt haben, eine Zahl zwischen 1 und 6 ein. Also legen wir das für eine Sekunde beiseite. Ich nehme unsere Tüte mit Würfeln, die wir haben, schütteln Sie sie ein wenig. Wir werfen sie einfach raus und fangen an, sie zu ordnen, um sie dann hinzuzufügen. Oh, da ist alles in Ordnung. Okay, das sind alle unsere Würfeln und vielleicht wollen wir einfach anfangen, sie hier zu ordnen. Und wieder soll es zufällig sein, aber Sie können mehr oder weniger damit beginnen, einfach die Zahlen zu nehmen, zu würfeln und die Zahlen einzugeben, die Sie hier sehen und die Zahlen zu verwerfen, die Sie bereits verwendet haben. Und Sie können so viele davon verwenden, wie Sie wirklich möchten. Also zuerst, ich habe einen, der eine 2 ist und ich werde einfach 2 hinzufügen. Und bei jedem Wurf hinzugefügt, sodass Sie noch einmal so viele Würfe machen können, wie Sie möchten. Es gibt einen, auf dem eine 3 steht und auf dem eine 5 ist. Eine davon sind 2 weitere, die ich gerade hier durchgehen werde. Ich werde eine Menge hinzufügen, bis ich eine Zahl erhalte, mit der ich zufrieden bin. Vielleicht gehe ich sogar alle davon durch und dann werden wir es mal sehen, was als nächstes passiert. Also ich habe 99 Rolls eingelegt, ja, also das scheint mir auch ausreichend zu sein. Ich werde jetzt einfach weitermachen und ein Häkchen setzen und jetzt werden mir meine 12 Wörter angezeigt, die ich aufschreiben kann. Dann, so, ich mache hier weiter und mache das außerhalb des Bildschirms. Nachdem ich alle meine Wörter aufgeschrieben habe, gehe ich weiter und überprüfe meine Notizen noch einmal. Genau wie beim ersten Mal bestätigen wir diese mit dem, was wir hier aufgeschrieben haben. Und wir machen den ganzen Weg, ja, durchgehen, gehen das Ganze durch, bis wir fertig sind. Und dann noch einmal werden wir gefragt, ob wir NFC aktivieren möchten. Und dann werden wir gefragt, ob wir möchten. Und dann aktivieren eben unser Festplattenlaufwerk. Und da haben wir gerade eine Seed Phrase, eine Schlüsselwörter mit unserem Würfel generiert, eigene Entropie mit Würfeln. So, jetzt gibt es uns zum Thema, also Pins, Resetting, die Trick-Pins, die Zwangs-Pins, die Bedrohungspins, die Zerstörungspins,
Die Duress Wallet, also wenn man sozusagen unter Zugzwang oder in Gefahr ist und bedroht wird und so weiter und so weiter. Was ich wirklich raten möchte, ja, ist wirklich, sich mit dem Thema ein bisschen zu befassen, weil es ist wirklich phänomenal und unentbehrlich nützlich, denn sie wollen ja quasi ja einfach eine Sicherheit haben und sagen, okay, selbst wenn sie jetzt in einer Situation sind mit einem sogenannten $5 Ranch Attack, wie es so schön im Bitcoin Space heißt, also quasi jemand, der jetzt um $5 ein Werkzeug, so jetzt, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, sein Werkzeug sich halt kauft und jemanden bedroht damit. Selbst wenn sie, ja, also da können sie sagen, okay, hier ist ein Wallet, ja, da ist halt ein bisschen was drinnen, hier, ja, nimm es und lass mich dann in Ruhe. Ja, also sie haben dann quasi ein plausible, sie können das Ganze plausibel dann leugnen oder verleugnen oder einfach, ja, abstreiten und so weiter. Gut, also gehen wir das Ganze mal durch. So, in diesem Abschnitt möchte ich alles abdecken, was mit Pins zu tun hat. Als erstes schauen wir uns also an, wie wir unseren Pin auf etwas Neues zurücksetzen können. Dann gehen wir einfach nach unten zu den Einstellungen. Sie gehen zu den Anmeldeeinstellungen und ändern dann den Haupt-Pin. Sie ändern den Hauptpin, der zum Entsperren der Coldcard verwendet wird. Es ist derjenige, den Sie gerade verwendet haben, um auf die Coldcard zuzugreifen, die Sie verwenden. Es gibt hier absolut keine Möglichkeit, eine vergessene PIN wiederherzustellen. Sie müssen sie aufschreiben. Wir empfehlen dringend, dass alle PIN-Codes früher untereinander eindeutig waren, in Ordnung. Okay, also würden Sie hier die PIN zurücksetzen, also drücken Sie einfach das Häkchen. Dass sie die alte PIN eingefügt werden, die sie hatten, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es werden ihnen ihre Wörter nochmal angezeigt, in dem Fall Rug und Mary in meinem Fall und den Rest ihrer PINs 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Suffix und Präfix, okay, und dazwischen noch die zwei Wörter. So, es werden unseren neuen Hauptpin so setzen, also für diesen noch einmal für die Zwecke des Videos 4, 5, 6, 7, 8, 9 einfach dadurch erhalten. Sie zwei neue Wörter. So, das wird abgeleitet und die Paarung dazu, das wird natürlich für alle anderes auch sein, aber Sie werden zwei verschiedene haben, zwei verschiedene Wörter, die Sie ursprünglich hatten, als Sie Ihre PIN geändert haben. Denken Sie also daran, auch hier möchten Sie normalerweise ein anderes Suffix für Ihre PIN verwenden, aber für die Zwecke dieses Videos, um es einfach zu halten, machen wir in der zweiten Hälfte einfach das Gleiche. Nämlich 6, 7, 8, 9. Los geht's. Jetzt werden Sie aufgefordert, sie einzugeben, so wie wir es bei der ersten Einrichtung getan haben. Der erste Teil enthält unsere Wörter und der zweite Teil dient der Bestätigung. So, jetzt haben wir unsere Hauptpin erfolgreich geändert. Als nächstes fangen Sie jetzt mit Trick-Pins an. Also, das ist ein Trick, ne? So, die Verwendung von Trick-Pins auf der Coldcard ist sehr vielseitig. Hier werde ich nicht für alle genauen Beispiele jetzt das alles aufführen, aber ich zeige Ihnen, was Sie tun können. Schauen uns das mal ein Beispiel an. Dies ist also das gleiche Menü, zu dem wir navigiert sind, um den Hauptpin zu ändern. Und die nächste Option unten sind Trick-Pins. Wir geben sie hier ein und Sie haben die Möglichkeit, einen neuen Trick-Pin einzufügen oder einen neuen hinzuzufügen. Der Trick besteht darin, dass Sie ein völlig andere PIN haben als die, die Sie festgelegt hatten. Also setzen wir einfach eine neue PIN. Wir setzen unseren PIN zweimal auf 4, 5, 6, 7, 8, 9 zurück, sodass wir eine andere PIN haben, die zu einem anderen Verhalten führt, ja, und die wir hier verwenden. Schauen Sie sich das gleich einige davon an und dann ist die andere Option bei Fehler hinzufügen. Also wenn jemand oder einmal oder mehrmals einen falschen PIN eingibt, ja, dann gibt es also ein Verhalten, das sich aus dieser Eingabe ergibt und dann schließlich alles löschen, wenn Sie möchten. Entfernen Sie alle Bedingungen, die Sie hier eingegeben und zur Coldcard hinzugefügt haben. Sie können das einfach mit einem Befehl tun. Schauen wir uns also einen neuen Trick hinzufügen an. Zuerst brauchen wir einen Trick-PIN. Also werde ich hier, gehen Sie nochmal davon einfach so vor, nur für die Zwecke dieses Videos. Ich gebe einfach 1, 4, 7, 3, 6, also auf jeder Seite 1, 4, 7, 3, 6, 9 Häkchen. Das gibt zwei neue Wörter.
merken sich das jetzt einfach im Kopf, aber wir machen weiter und dann werde ich für die zweite Hälfte das Gleiche nochmal beibehalten, um dieses Video der Einfachkeit halber zu vereinfachen. Und wir werden es überprüfen, okay, jetzt wird es eine neue Auswahl geben, verschiedene Verhaltensweisen, die aus dem Einstecken dieses Pins resultieren könnten. Also wäre eine Möglichkeit, ihn zu, wie heißt das? Achso, verstehe. Bricken, also Brick heißt quasi brechen, ja. Also Brick sozusagen mit einem Ziegelstein, also die Assoziation quasi, also brechen dies, würde sofort und für immer zu einem Ziegelstein werden. Was bedeutet, dass die Cold Card unbrauchbar wird, wenn man den Pin richtig einsteckt? Also ist das übrigens eine Option, um von diesen zurückzutreten, klicken Sie einfach auf Also auf eine bestimmte Nötigungswallet, ja, also wenn man genötigt wird, wie eine Lock-Wallet, zu der man gut Geld hinzufügen könnte und es gäbe keine anderen Nebenwirkungen. So, also er meint, ja, also ja, Schäden oder ja, also ja. Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe, so eine Art, wie sagt man da, ich glaube, man nennt es Decoy Wallet oder plausible Deniability, also plausible Verleugnung oder wie auch immer. Also dass man sagt, okay, das ist jetzt, da ist ein bisschen Geld jetzt drin, okay, da hast du es und nimm es und lass uns in Ruhe, lass mich in Ruhe, ja. So, okay, als nächstes gibt es einen Login-Countdown, also tut es so, als wäre es ein Login-Countdown-Timer von einer Stunde in Kraft, löscht aber tatsächlich die Schlüsselwörter zuerst. Also würde ich das im Grunde genommen so tun, als würde man jemanden, der diesen Zwangsping steckt, also vortäuschen, dass diese Person von Anfang an einen Login-Timer auf ihre Coldcard ha hatte. Aber sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, kann ich auf das Geld zugreifen, was bedeutet, vielleicht lassen sie dich in Ruhe und gehen mit einer Coldcard woanders hin, nur um eine Stunde später herauszufinden, dass, oh Mist, es hat nur die PIN abgewischt. Ich habe nichts, was in Ordnung, also ich habe nichts, was in Ordnung, also würde das als nächstes dran sein. Also schaut leer aus, es sieht aus und verhält sich wie eine frisch gelöschte Coldcard, hat aber keinen Einfluss auf den eigentlichen Seed oder auf die Schlüsselwörter. Einfach neu starten, das führt einfach einen Neustart durch, wenn die PIN eingegeben wird. Es macht nichts anderes und dann den Delta-Modus, der sich bei einem echten Seed hier anmeldet und beim Angreifer die meisten Aktionen ermöglicht, Dinge erzeugt. Aber ja, also beim Signieren von Transaktionsdateien oder PSBTs falsche Signaturen, dadurch wird der Seed gelöscht, wenn versucht wird, bestimmte Aktionen auszuführen, die Schlüsselwörterphrase offenbaren könnten, aber es ist immer noch ein etwas riskanterer Modus. Also alles in allem weiß ich nicht, ob ich das tun würde, nehmen Sie dieses oder wenn ich es verwenden würde, aber es gibt ja immer noch jede Menge Vielseitigkeit. Was wir jetzt also tun werden, ist tatsächlich, dass wir als Beispiel eine Zwangsbrief, also Tasche erstellen, also wenn man etwas genötigt wird, also klicke ich auf also hier nochmal eine Zusammenfassung, was es hier bewirkt. Ja? Also man nennt es die Duress Wallet. Wir werden uns für dieses entscheiden und dann für welche Art von Wallet wir uns entscheiden. Ja, also das hat mit BIP 85 zu tun, hat einem Standard Wallet, also auf das wir gleich nochmal eingehen werden. Also BIP 85, glaube ich, geht es darum, dass man einfach, man hat ein Mutter quasi Seed, also Mutterschlüsselphrase und von dem kann man dann mehrere Kinder-Wallets quasi dann erzeugen. Zum Beispiel, also praktisch, also wenn man zum Beispiel jetzt für die Verwandten, für die Freunde oder was auch, ich weiß nicht, oder für Verwandte, für die Familie ein eigenes Wallet erstellen möchte, aber das sozusagen von abgeleitet ist von der, also total natürlich sicher und unabhängig davon, ja, aber man kann es einfach ableiten, ja, von, aber wie auch immer, vielleicht erklärt er das noch, jetzt werden wir es einfach lassen. Lasst uns weiter hier gehen, lasst uns weitergehen und es gibt uns eine Reihe von verschiedenen Optionen. B85 Brieftaschen, 1, 2, 3 oder Legacy Brieftaschen, leere, kalte, Cold Card. Wir machen hier B85 Brieftasche Nummer 1. Okay. Dieser PIN wird zu einer funktionierenden Nötigungswallet führen, die Startwörter verwendet, die durch den Standard BIP85-Prozess erstellt wurden.
Also ein A-Derivat, wir werden noch einmal darauf Details eingehen, dass die spätere Indexnummer 2001, 2003 für Nummer 1 bis 3 ist. Okay, machen Sie sich noch mal keine Sorgen, wenn Sie es nicht verstehen, aber wir werden in Kürze auf BIP 85 eingehen, okay. Und das ist für die Zwangs- oder Nötigungsbrieftasche die gleiche Anzahl an Startwörtern wie dein wahrer Phrase, also okay, perfekt, also das machen wir schon hier. So, also ist es der PIN wieder 147369 zweimal, okay, die Kleider, die Rest Wallet, also ja, die Nötigungsbrieftasche wird dann den Pfad verwenden und es gibt uns ein paar Informationen hier, okay, ich werde hier weiterklicken, okay, los. So, gespeichert. Sorry, los geht's. Also wurde dies als Trickpin hinzugefügt. Und wenn wir sehen wollen, was es ist, können wir im selben Menü, in dem wir uns gerade befanden, unter Trickpin sehen. Wir klicken darauf und es wird angezeigt, dass es sich um eine Nötigungsbrieftasche handelt. Okay, perfekt. Jetzt können wir da wieder rausgehen. Und dann schauen wir uns auch hinzufügen, wenn. Schauen wir uns mal an, wie die Funktion dafür fügen Sie also falsch nach X falsch. Was meint er damit? Aha, in PIN-Versuchen versuchen. Unabhängig davon, wie viele PIN-Versuche wir möchten, wird diese Funktion ausgelöst. Sie kann die Seed-Phrase, die Schlüsselphrase löschen und oder die Cold Card blockieren. Ja, unabhängig davon, also er meint, ja, bei allen anderen Einstellungen geht die Cold Card immer nach 13 fehlgeschlagenen PIN-Versuchen kaputt. Dies ist also typisch für die Cold Card. Nach 13 Versuchen geht das gesamte Gerät kaputt. Seien Sie sich dessen also bewusst. Aber lassen Sie uns mit der Anzahl der falschen Versuche fortfahren, die Sie einfach eingegeben haben. Vielleicht gebe ich einfach eine bestimmte Zahl ein. Sie sagen, die Standardeinstellung ist 13, also geben wir einfach 9 ein. Okay, wir belassen das dort. Okay, und dann heißt das, was passiert, wenn 9 mal der falsche PIN eingesteckt wird? Also eingegeben wird, wischen, stoppen, Gerät löschen, neu starten, lautlos, wischen, ja, Brick, ja, also das Gerät also unbrauchbar machen, PIN, letzte Chance, Schleife. Okay, also lasst uns sehen, was einige davon übrigens tatsächlich bedeuten. Wischen und stoppen, das bedeutet, dass das Seed Phrase, die Schlüsselphrase gelöscht wird und eine Meldung angezeigt wird. So, Vision, Neustarten, die Seed-Phrase wird gelöscht und die Cold Card startet ohne Vorankündigung neu. Es gibt auch ein leises Löschen, die Schlüsselphrase wird lautlos abgewischt und die Cold Card verhält sich, als ob das Bild und der PIN-Code einfach falsch wären. Der Baustein wird sofort wieder zu einem Baustein. Cold Card ist von diesem Zeitpunkt an unbrauchbar. Letzte Chance, es löscht die Schlüsselphrase und dann gibt es noch, es ist an der Zeit, das Gerät auszuprobieren und dann das Gerät zu brechen, ja, also bricksen quasi. Wenn es falsch ist, sehen Sie, also es sieht dann leer aus, das sieht aus und verhält sich wie eine frisch gelöschte Cold Card und startet einfach neu. So, ziemlich selbsterklärend. Es startet einfach neu und macht nichts anderes. Das sind also die Optionen für den Fall, dass es falsch ist. Ich werde das im Moment leer lassen, da ich das nicht brauche. Also machen wir einfach weiter und gehen da raus und kehren zum Hauptbildschirm hierher zurück. Und jetzt sind wir da und jetzt tatsächlich ausprobieren und sehen, wie diese Zwangsbrieftasche, also diese Nötigungsbrieftasche tatsächlich aussieht, wenn sie dies verwendet wird, wenn sie verwendet wird. Exportieren wir also zunächst unsere normale Brieftasche, die wir gerade erstellt haben, und die zum regulären PIN-Pass. Also gehen wir einfach nach unten und zu den Tools, ja, zu den Werkzeugen, gehen wir zur Brieftasche exportieren und dann gehen wir zu generische JSON, perfekt, und setzen einfach ein Häkchen. Und das ist genau wie das, was wir in der ersten Runde in den grundlegenden Dingen gemacht haben. Also haben wir es, ich exportiere, dass wir gerade dabei sind, das zu tun. Okay, also wird es auf meine SD-Karte exportiert, die hier ist. Wir verwenden kein NFC, also kreuzen wir einfach an, um den Cold Card Export durchzuführen. JSON wurde auf meiner Cold, also
eine SD-Karte erstellt, werfen Sie die SD-Karte in den Computer. Sie geht zurück in die Sparrow Wallet, genauso wie zuvor. So, da gebe ich jetzt einen Namen hier ein. Hier Luft, also Air-Gapped Brieftasche, Cold Card. Wir werden diese Datei von unserer SD-Karte importieren. Da ist die Datei, die wir gerade hinzugefügt haben. Öffnen Sie vorerst kein Passwort. Nein, brauchen wir nicht jetzt im Moment. Und es wird synchronisiert und wir können loslegen. Also haben wir im Grunde genommen gerade so eingerichtet wie beim ersten Mal. Machen wir das Gleiche für unser Nötigungswallet. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie Sie darauf zugreifen und Ihr Nötigungswallet von Ihrem Hauptbildschirm aus dem Sparrow Wallet exportieren können, sodass Nummer eins sich, also wenn man das einfach umdreht, schalten Sie sie aus, indem Sie die Spulenkarte, also indem Sie das ausschalten und sich dann erneut mit der PIN oder der Zwangspin dann anmelden, die wir 147369 erstellt haben. Alternativ können Sie wie zuvor zu unseren Einstellungen zurückkehren. Sie können zu den Anmeldeeinstellungen gehen. Trickpins mit der von uns festgelegten PIN nach oben und dann können wir sehen, dass es sich um so ein Nötigungswallet handelt. Wir können weitermachen und ein Wallet aktivieren, klicken. Das hat den gleichen Effekt wie das Ausschalten des Geräts und das Einloggen mit unserer Trickpin. Okay, dadurch werden die Geheimnisse, die mit diesem Trick Wallet verknüpft sind, vorübergehend geladen. Sie können damit Transaktionen durchführen. Starten Sie die Cold Card neu, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Okay, wir fahren mit der Anwendung hier fort und loggen uns erneut ein, als würden wir hier ein völlig anderes Wallet verwenden. Dieses Nötigungswallet, dieses Lock Wallet, das wir erstellt haben, perfekt. Also sind wir zurück zum Hauptbildschirm und können jetzt zu den Tools zum Exportieren der Brieftasche bis hinunter zum generischen JSON gehen. Das gleiche sieht gut aus. So, die Kontonummer lassen wir hier leer und dadurch unsere Datei wird hier neu generiert. Gut, wir klicken dort auf das Häkchen, bestätigt und dann heißt das hier Cold Card Export. So, zweitens, die neue Datei ist so. Perfekt und wir kehren einfach zum Hauptbildschirm zurück, holen die SD-Karte heraus und machen das Gleiche noch einmal in Sparrow Wallet. Wenn die SD-Karte wieder auf dem Desktop ist, ist sie eingesteckt. So, wir werden eine neue Brieftasche hier anlegen. Wir werden diese Duress Wallet, also Nötigungsbrieftasche, nennen, obwohl Sie sie auf dem Computer wahrscheinlich nicht so benennen möchten. Nur für alle Fälle noch einmal der ganze Sinn davon. Wenn Sie im Grunde genommen von jemandem unter Druck gesetzt werden, also sollten Sie diese elegante Geldbörse nicht wissen lassen, dass es sich hier um eine Trickbrieftasche handelt. Nennen Sie sie also vielleicht anders, aber nur für dieses Tutorial klicken wir auf Erstellen. Das ist eine Air-Gapped-Brieftasche, also wir importieren die Datei und merken uns, dass es sich um einen Cold Card-Export handelt. So. Jetzt haben Sie unser Zwangswallet. Nötigungswallet, jetzt können Sie erkennen, dass es sich um eine separate Geldbörsen handelt. Ich bin unter Zwang, also unter deinen Blick. Darauf schaue ich genau hier. Masterfingerabdruck EB976D4. Das ist eine Erkennung, also für diese Brieftasche, wenn ich zurückgehe zur Cold Card, die wir gerade erstellt haben, die mit der regulären PIN 0 1 E1 7 8 5 0 verschiedenen Geldbörsen in Ordnung, also werden beide aus der Cold Card erstellt, aber eine, zu der ich mit unserer regulären PIN geführt werde, die 4 5 6 7 8 9 zweimal und 1, zu dem ich zweimal mit unserer Zwangspin 1 4 7 3 6 9 geführt werde. So sehen wir uns das Ganze nochmal an auf der Cold Card. Das stünden Sie unter Zwang, unter Zug, ja, unter Druck, als ob jemand seinen 5-Dollar-Schraubenschlüssel hätte, mit dem er Ihnen drohte und sagen, stecken Sie Ihre Nadel, also Ihre PIN hier ein, geben Sie Ihre PIN hier ein, ich werde alles, was Sie Geld haben, Geld, okay, ja, schalten Sie das
Ja, schalten Sie das aus, wenn Sie es starten. Ja, offensichtlich werden Sie jetzt nach Ihrer PIN gefragt. Wenn Sie dies normal verwenden, wie beim ersten Mal, als wir es eingerichtet haben, würden Sie Ihre normale PIN eingeben, wie 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Sie sehen würden. Geben Sie Ihre beiden Wörter hier ein und geben Sie dann den Rest Ihrer PIN ein. Dadurch werden Sie wie gewohnt hineingeloggt. Sie können wie gewohnt auf Ihr normales Cold Card Wallet mit all Ihren tatsächlichen Ersparnissen zugreifen. Wenn jedoch jemand in der Nähe ist, über dich mit einem 5-Dollar-Schraubenschlüssel bedroht, dich damit zu treffen, zu erschlagen und es war an der Zeit, deine PIN einzustecken, also einzugeben, ganz einfach. Du könntest hier die 147369 eingeben, dann würdest du deine verschiedenen Wörter sehen, in Ordnung. Du würdest das als ankreuzen, wenn das in Ordnung wäre. 147369. Ja, überprüfe es und dies würde dich bei dieser Nötigungswallet anmelden. Idealerweise hättest du dafür etwas Geld reserviert. Ja, wenn du also eine Nötigungswallet erstellst, möchtest du ein bisschen Bitcoin, ein paar Sets halt oder irgendwas halt dabei haben, drinnen haben, so dass es plausibel erscheint, dass dies ein Teil deiner Ersparnisse oder ihrer Ersparnisse ist für dieses Gerät und dass diese Person, selbst wenn sie die Datei nicht auf ihrem Desktop hätten oder was auch immer sie exportieren könnte, sie könnten also diese exportieren. Normalerweise schließen sie diese Brieftasche und machen damit, was sie wollen. Und sie wären durchaus in der Lage, die Loggelder, die sie hier eingegeben haben, auszusenden. Also diese Falle quasi, oh, ohne dass sie es wissen, gibt es einen echten PIN. Und sobald sie es, soweit sie, ja, um ihre Callcard loslegen zu können, können sie ihren Backup-Seed hier verwenden, den sie aufgeschrieben haben oder in Stahl gestanzt haben. Und sie könnten damit die Gelder zurückgewinnen und sie an einen anderen Ort verschieben, sodass nicht einmal die Chance besteht, dass diese Person, ja, also dass irgendwas stehlen könnte. Also es ist sozusagen die ideale Situation, wenn es um Trick-Pins geht. Man kann sie also so einstellen, dass sie tun, also was immer man möchte. Hier gibt es einfach wieder so viel Vielseitigkeit und Mann, eine verdammt gute Leistung. Also Cold Card in dieser Abteilung. Ja, so, jetzt reden wir ein bisschen über BIP 85. Als nächstes haben wir einen BIP 85 und darauf wurde offensichtlich im letzten Abschnitt hingewiesen, als wir Trickpins machten und es ein paar Mal erwähnt, sodass Sie mit BIP 85 den von Ihnen erstellten Seed mitnehmen können, die Cold Card. Und diese würde als übergeordnetes Element fungieren und dann andere Seeds daraus erstellen, sodass Sie Informationsbits aus diesem vorhandenen Seed verwenden und daraus brandneue Wallets erstellen würden, so die jederzeit aus diesem einzigen Backup neu generiert werden können. So kann es getrennte Konten verwendet werden, wie wir es gesehen haben, als Zwangsgeldbörse verwendet, was auch immer, wie wir wollen. Und Sie können bis zu 10.000 Geldbörsen, Brieftaschen mit einer einzigen Cold Card verknüpfen, was ziemlich großartig ist. Können Sie Ihre Freunde, Bekannte, Familie. So, ich gehe nach ganz nach unten zu den erweiterten Advanced Tools und dann bist du einfach, also nach unten bist du die Rive Seed BIP 85 oder BIP 85 siehst. Okay, also die kleine Beschreibung hier sagt Entropie für andere Wallets erstellen. Diese Funktion leitet Entropie auf mathematische Basis ab. Mathematisch gesehen wird der Schlüsselwert, also ja, diese Wallet als Seed Phrase mit 12 oder 24 Wörtern angezeigt oder auf andere Weise formatiert, um den Import in andere Wallet-Systeme zu erleichtern. Okay, Sie können diesen Wert später nur basierend auf der Seed Phrase, auf der Schlüsselphrase neu stellen. Was wir tun werden beim Abrufen oder Sichern diese Cold Card, gibt es keine Möglichkeit, den Vorgang rückgängig zu machen, sollte das andere Wallet-System kompromittiert werden, sodass die andere Wallet effektiv von der Cold Card getrennt und dennoch gesichert wird, sodass Sie in diesem Fall grundsätzlich ein völlig separates Konto erstellen können. Die Brieftasche wird kompromittiert, wenn jemand sie in die Hände bekommt. Es gibt für Sie keine Möglichkeit, rückwärts zu gehen und Informationen über die ursprüngliche Cold Card oder den Elternteil, also quasi
ja, die Mutter quasi Wallet, die sie erstellt hat, in Erfahrung zu bringen, während sie technisch noch gesichert ist, solange sie dieses Gerät haben und wenn sie ein Backup davon erstellen, dann hätten sie Backups von potenziell 10.000 verschiedenen Wallets, die sich auf unterschiedlichen Geräten befinden könnten, ganz wie sie möchten. Also was ziemlich großartig ist, das ist großartig, sie können Hot Wallets und all diese anderen Dinge hinzufügen. Also machen wir weiter, wir klicken auf das Häkchen und sagen, was möchten Sie hier? Möchten Sie 12, 18 und 24 Wörter, private Schlüssel? Sie wissen, dass es hier viele verschiedene Optionen gibt. Wir werden uns für eine der grundlegenden Optionen entscheiden, wie wir machen. Wenn wir 12 Wörter Sicherungsphrase erstellen, also tippen wir darauf, bestätigen das und jetzt auf unsere Indexnummer, die jetzt irgendwo zwischen 0 und 9999 liegen kann, wenn Sie sich an den vorherigen Abschnitt für unsere ja, Nötigungsbrieftasche hier erinnern. Die Zahlen, die die wir verwendeten, sind entweder 2001, 2002, 2003. Also möchten wir keine davon verwenden, aber wir können jede andere Nummer verwenden. Also können wir zum Beispiel bei dieser Nummer nur eine verwenden. Also als klar, also funktioniert es. Es wird unsere hier 12-Wörter-Seed-Phrase erstellt und dann würden wir diese einfach aufschreiben. Also machen wir das außerhalb des Bildschirms. Wenn Sie mit dem Aufschreiben der Wörter fertig sind, wird auch der von Ihnen verwendete Pfad erneut überprüft und Sie erhalten weitere Wallet, also Brieftaschendetails, wenn Sie möchten. Also von einem abgeleitet, dort können Sie, also wenn Sie ganz nach unten scrollen, haben Sie Optionen, drücken Sie 1, um auf der Micro-SD-Karte zu speichern, drücken Sie 2, um zu der Brieftasche zu wechseln, die Sie gerade erstellt haben, oder drücken Sie 3, um sie als QR-Code anzuzeigen, möglicherweise gescannt werden. Also wir werden fortfahren, wir werden es jetzt auf der Micro-SD-Karte speichern, also drücke ich 1 und das sagt uns, dass der Dateiname ja hier Wörter um ja, x.tx, also würde das hier so gespeichert sein, speichern Sie im Grunde nur die 12 Wörter, großartig. Wir werden das Häkchen hier setzen, bestätigen, bevor wir zum abgeleiteten Wallet wechseln. Wir können ihn auch als QR-Code anzeigen oder anzeigen lassen. Ich mache hier Nummer 3, also hier ist dieser QR-Code und ich glaube, ich kann ihn tatsächlich damit scannen, mit Beispiel mit irgendeiner Wallet, der Blue Wallet in seinem Fall, also also Beispiel für den Import in eine andere Quelle. Ich werde Blue Wallet für dieses Beispiel nicht verwenden, um tatsächlich Transaktionen durchzuführen oder irgendetwas anderes, damit Sie es in der blauen Brieftasche sehen können. Klicke ich einfach Wallet importieren, ich klicke auf Scannen, Datei importieren. Wir hoffen, dass diese böse, so, dass das irgendwie das ja, halt gescannt wird. So, also haben wir jetzt eine Brieftasche und das ist eine heiße Brieftasche, also ja, ist ein Mobile Wallet. Denken Sie daran, das ist in der Lage, Transaktionen zu empfangen und zu senden, die auf unsere Cold Card erstellt wurde und dass die Cold Card selbst und die ursprüngliche Seed Phrase, also Schlüsselphrase, eigentlich ein Backup dieser Wallet sind. Technisch gesehen müssen wir diese 12 Wörter, die wir kennen, nicht behalten. Importieren Sie sie, wo immer Sie wollen und verwenden Sie diese als Hot Wallet, als Cold Wallet, wie immer wollen. Aber das einzige Backup, das wir wirklich brauchen, ist das Cold Card selbst oder die Seed Phrase oder die ursprüngliche Schlüsselphrase der Cold Card. Und dann können wir diese Wallet später erneut erstellen, neu erstellen. Es ist also keine große Sache, wenn wir dies nicht speziell gesichert haben. Das ist super toll und ein weiteres tolles Feature der Cold Card hier. Wenn Sie dies als Cold Card verwenden möchten, möchten Sie die Datei, die wir haben, nicht verwenden, also gerade exportieren, was im Grunde nur eine Textdatei mit mehr als 12 Wörtern ist. Sie möchten nicht, dass der QR-Code hier gescannt und mit der Blue Wallet verwendet wird, da dies als Hot Wallet angesehen würde. Wir würden auf das abgeleitete Geheimnis der Wallet umsteigen, die wir gerade erstellt haben, damit wir das mit Nummer 2 hier machen können. Und das wird zu dem Schlüssel springen, den wir hier erstellt haben, also dem untergeordneten Schlüssel, den wir jetzt in einer völlig anderen Brieftasche hier haben, so wie ich es jetzt hier bin, in meinem neuen Portemonnaie, also in Brieftasche, das ich von meinem Hauptwallet abgeleitet habe, ist es also wie das Kind meiner Mutter-Wallet quasi, mit meiner Haupt-Cold-Card. Es ist also das Wallet, das mit diesen 12 Wörtern verknüpft ist,
die wir gerade stellt und aufgeschrieben haben. Also, wenn ich das hier alles verwenden möchte, eine Cold Card, eine Kalt, ja, wie ich schon sagte, ich kann hier gehen und Brieftasche exportieren, wie ich es normalerweise tun würde. Also exportieren wie fortgeschrittene Tools, Advanced Tools, die Brieftasche, bis hin zu generischem JSON noch einmal, ja. Und dann wird dadurch eine JSON-Datei und so weiter gespeichert. Gut, das tun wir. Hier benötige ich eine Kontonummer, die generiert werden soll. Und möchten Sie, dass dies über NFC erfolgt? Andernfalls ist es in Ordnung, fortzufahren. Und wir können sehen, wie die Cold Card wieder mit 3 Punkten im JSON-Format exportiert wird. Jetzt nehme ich das raus, ja, also er nimmt das jetzt raus, importieren Sie es in den Computer, die MicroSD-Karte, völlig separate Brieftasche, die von unserer ursprünglichen Cold Card, also Mutter Wallet, abgeleitet ist, und Sie können 10.000 dieser Passwörter haben, also oder Wallets haben. So, jetzt, wie verwende ich eine Passphrase jetzt? Was übrigens ganz auch sehr, sehr nützlich sein kann, wenn, auch selbst wenn Sie eine neue Wallet erstellen möchten, ja, also eine, die unabhängig von der ursprünglichen ist, ja, also eine Wallet mit einer Passphrase ist eigentlich eine neue Wallet. Also wenn Sie Ihre Passphrase nicht kennen, kann Ihnen niemand die Passphrase zurückholen, niemand kann die Wallet wiederherstellen, wenn Sie Ihre Passphrase nicht kennen. So eine Passphrase, die mit Ihrer Brieftasche hier verknüpft ist, im Zusammenhang damit, bevor wir uns hier mit Zwangsgeld, also mit der Nötigungsgeldbörse hier mit einer anderen PIN befassen, können Sie auch einfach Ihre normale PIN auf der Cold Card hier haben. Und das könnte dann Ihre, ja, Ihre Nötigungsgeldbörse sein. Und die echte Brieftasche ist hinter einer anderen versteckt. Also Passphrase, von der es wiederum keinen Hinweis darauf gibt, dass hier eine verknüpft ist. Ja? Um dies zu tun, gehen wir im Übrigen ins Hauptmenü nach unten. Wir sind wieder in der Hauptbrieftasche der regulären PIN 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also sind wir zurück, gehen Sie in der regulären Brieftasche einfach zur Passphrase wählen, die besagt, dass Sie eine Passphrase zu Ihrem BIP 39 Startwörter hinzufügen können. Dadurch wird eine völlig neue Brieftasche für jede mögliche Passphrase erstellt, die Sie natürlich nicht verlieren dürfen. Ja, weil eine Passphrase ist sowas wie ein 25. Wort, ja, 25. Lösungswort oder ja, Passwort, ja. Standardmäßig verwendet die Cold Card im nächsten Menü eine leere Zeichenfolge als Passphrase. Sie können eine Passphrase eingeben, indem Sie einzelne Buchstaben aus der empfohlenen Wortliste auswählen oder Zahlen eingeben. Bitte notieren Sie den Fingerabdruck alle Ihre Geldbörsen zur Sicherheit. Das haben wir gerade in Sparrow Wallet gesehen. Masterfingerabdruck sehen, aber wir werden es tun. Sehen Sie sich auch an, wie das auf der Cold Card gemacht wird, damit Sie bestätigen können, ob Sie die richtige Passphrase haben. Wenn Sie die Passphrase auch aufschreiben, ist es in Ordnung, sie zusammenzusetzen. Die Cold Card hat keine Möglichkeit, es zu erfahren, wenn Ihr Passwort korrekt ist. Und wenn Sie es eingegeben haben, sehen Sie eine leere Brieftasche. Also können Sie auch hier alles eingeben, was auch immer eine Passphrase sein könnte. Und diese Passphrase wenn es kein Geld zugewiesen ist, sehen Sie nur eine leere Brieftasche. Ist einfach eine neue Brieftasche. Ja, separate. Ich sage Ihnen nicht nein, also Sie haben die falsche Passphrase, sondern nur, okay, nun ist die Brieftasche, mit dem es verknüpft ist, wie Sie gerade eingegeben haben, und es ist noch nichts drinnen. Ja, klaro, ne? Denken Sie also daran, damit wir das Häkchen hier setzen und weitermachen können, bestätigt. Okay, also die erste Option hier ist Phrase hier bearbeiten. Wenn Sie den hineingehen, werden Sie in diesen Bereich gestoßen, indem Sie nach oben und unten gehen können, um Ihre Buchstaben oder wie auch immer, was auch immer, das steht im Kleingedruckten. Wenn Sie hier Nummer, Zahlen drücken, gelangen Sie dorthin. Buchstaben, Nummer 2 bringt Sie zu Zahlen, Nummer 3 bringt Sie zu Symbolen und Nummer 4 wechselt zwischen Groß- und Kleinschreibung. Das ist alles selbsterklärend, was in der Tat wichtig ist. Okay, wenn ich also nur Kleinbuchstaben möchte, kann ich hier durchgehen und ich kann einfach durchgehen und auswählen, was auch immer ich es in Zahlen ändern kann. Und jedes Mal, wenn ich eine habe, kann ich auf das Häkchen klicken und es nach Belieben mit einer anderen Option ausfüllen. Und wir schließen dies einfach ab. Wenn Sie X eingeben, werden Sie sagen, das ist okay, es ist okay, um ohne Änderungen zu gehen. Oder wenn Sie das Menü einfach verlassen möchten mit X, ja. So, oder mit, ja.
So, jetzt geht er danach. Ja, jetzt kann er da einfach also ein Buchstaben werden die möglichen Optionen ausgefüllt. Also drücke ich auf, vielleicht gehe ich auf AC, dann werden mir mögliche Buchstaben oder Wörter, die ich als Passphrase verwenden könnte. Und wir verlassen dies einfach und gehen zurück. Und die Option besteht darin, in Ordnung, Zahlen hinzufügen. Dazu geben Sie einfach die Zahlen ein, die Sie für richtig halten, und dann werden Ihnen alle gesendet. So, eingefügt. Sie haben die Möglichkeit, alle zu löschen, und dann haben Sie die Möglichkeit, sie anzuwenden. Nur der Einfachkeit halber, zum einen fügen wir ein Wort hinzu und fügen einfach das erste Wort hinzu, das auftaucht. Also klicken wir auf Verlassen, ja, Abandon hier in dem Fall. Also wählen wir einfach das als unsere Passphrase und machen nicht alles in Großbuchstaben oder so. Etwa in der Art belassen wir es einfach so wie gewohnt. Okay, wir gehen einfach runter. Wenn wir das nicht wollten, könnten wir alles löschen oder abbrechen drücken, aber wir werden perfekt anwenden drücken. Also ist es jetzt soweit ein völlig neues Portemonnaie. Das ist jetzt der Hauptfingerabdruck des Portemonnaies. Ich schreibe mir das jetzt kurz auf, damit wir es uns gleich nochmal ansehen können. Oben steht, dass es sich um den Hauptfingerabdruck des neuen Portemonnaies handelt. Drücken Sie X, um den Vorgang abzubrechen und die Passphrase wieder weiter zu bearbeiten. Ist es in Ordnung, neue Brieftasche oder neu zu verwenden oder eine zu verwenden und auf der Micro SD-Karte zu speichern? Das können Sie auch machen, ja? Okay, also klicken wir auf eine dadurch. Und zwar wird das irgendwie verschlüsselt oder fast verschlüsselt dann sozusagen angezeigt auf der MicroSD-Karte, die Sie dann anklicken können, wenn Sie dann sozusagen die Wallet mit der Passphrase dann öffnen möchten. Ja, also ja, und Sie können natürlich die MicroSD-Karte auch separat irgendwo sicher, ganz sicher irgendwo aufbewahren und verwahren, ja, falls Sie es auf der MicroSD-Karte haben. So, dann wird es auf dem MicroSD gespeichert. Wir wechseln zu dieser Brieftasche mit der Passphrase. So, hier ist alles in Ordnung. Wenn wir wissen möchten, welche Wallet wir gerade verwenden, können wir zu erweiterten Tools, Advanced Tools gehen und ja, und dann die Identität anzeigen. Ja, so, dadurch erhalten wir unseren Masterfingerabdruck, ja, den wir aufgeschrieben haben und zuletzt gesehen haben auf dem Bildschirm. Unterscheidet sich dies nun von dem Fingerabdruck, der angezeigt würde, wenn wir die Passphrase nicht erneut eingegeben hätten, da es sich um eine völlig andere Brieftasche handelt. Wir können diese Datei bereits auf die SD-Karte exportiert haben und können sie in Sparrow Wallet importieren, ein separater Wallet, damit wir Gelder und alle diese Dinge genauso unterschreiben können, wie wir es mit einer normalen Wallet würden. Okay, diese Wallet, mit der wir uns gerade befassen, ist als Backup dafür unsere ursprüngliche Schlüsselphrase, die wir als Cold Card eingerichtet haben, Karte plus Passphrase, die wir verwendet haben, in Ordnung, plus die Passphrase, die wir verwendet haben. Und das sind alle Informationen, die wir benötigen würden, um darauf zuzugreifen. Wenn wir unsere Passphrase vergessen hätten, könnten wir es nicht herausfinden. Also dann ist es verloren. Zum Glück haben wir dieses Beispiel einfach eine Standard-Passphrase verwendet. Es ist herauszufinden, aber wenn Sie es vergessen haben, was Sie da eingegeben haben, werden Sie versuchen herumzustöbern und am Ende verlieren Sie möglicherweise Ihre Passphrase und Ihr Bitcoin. Denken Sie also daran, wenn Sie Passphrasen verwenden, eine Sache, die ich jetzt zeigen werde, schalten Sie die Cold Card aus, wir schalten sie wieder ein, wir geben unsere PIN hier ein. Überprüfen Sie unsere beiden Wörter. Reste-PIN, also ja, Präfix, zwei Wörter, Suffix, alles klar. Wir geben nicht unsere Passphrase ein, sondern gehen nach unten. Erweiterte Funktion, erweiterte Advanced Tools. So, Identität anzeigen. Dies ist der Masterfingerabdruck unserer regulären Cold Card, ohne ausgefallene zusätzliche Konten oder ähnliches. Das ist nur unsere Basis, die Schlüsselwörterphrase, die wir ursprünglich erstellt hatten. Und so würde sie ohne aktivierte Passphrase aussehen, wenn wir sie über den Hauptbildschirm eingeben. Noch einmal eine völlig andere Brieftasche. Und nur um zu zeigen, dass es hier bei Sparrow
bei Sparrow Wallet genau den gleichen Fingerabdruck 1E178500 gibt, der mit dem übereinstimmt, was sich gerade auf unserer Callcard befindet. So, die virtuelle Festplattenmodus, also Virtual Disk Mode, ein Exkurs. Virtuelle Festplattenmodus ist eine Möglichkeit, Ihre Callcard zu verwenden, die eine Art Zwischenending, also Zwischenende darstellt. Das Airgap oder Airgapping der SD-Karte und das tatsächliche Einstecken und die Verwendung einer Brieftasche zur vollständigen Steuerung des Geräts, das ist die Funktionsweise des virtuellen Festplattenmodus, ist praktisch dasselbe wie das Airgap mit einer SD-Karte, wobei jedoch ein separater Teil der internen Komponenten dieses Geräts als Festplatte verwendet wird, wenn Sie beispielsweise die Brieftasche exportieren oder eine Transaktion signieren und exportieren, anstatt sie auf diese SD-Karte zu legen, wird sie auf einem internen Laufwerk in diesem Gerät selbst abgelegt, das dann als Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt wird. Dies ist also einen Schritt besser, als dieses Gerät anzuschließen und dann einfach in die Sparrow Wallet zu gehen und direkt damit zu signieren und die Sparrow Wallet Sie tatsächlich dazu auffordert, sich auf Ihrem Gerät anzumelden, wenn es Zeit ist, eine Transaktion zu genehmigen. Der Unterschied besteht darin, erste Instanz Sparrow Wallet erlangt ein gewisses Maß an Kontrolle über dieses Gerät. Wenn Sie jedoch den virtuellen Festplattenmodus verwenden, der nie passiert, signieren Sie alles separat. Sie importieren die Transaktion selbst. Sie geben keine Kontrolle über die Funktion dieses Geräts an eine Software von Drittanbietern. Also ich werde sehen, wie das hier aussieht. Ich habe gerade meine Callcard an meinen Computer angeschlossen, um den virtuellen Festplattenmodus zu verwenden. Sie möchten die MicroSD-Karte tatsächlich entfernen. Der Grund dafür ist, dass standardmäßig Dateien darauf gespeichert werden. Wenn dies der Fall ist, eingesteckt, aber wenn es entfernt wird, speichert das standardmäßig alles auf der virtuellen Festplatte im Gerät selbst. Schauen wir uns also zunächst an, wie das Exportieren einer Wallet aussehen würde. Sie gehen dann ganz normal zu erweiterten Advanced Tools, Export Wallet, und dann würden Sie es tun, besorgen Sie sich hier in diesem Fall die entsprechende generische JSON-Datei und wir gehen einfach dadurch, dass wir keine Kontonummer hinzufügen und eine Datei generieren und diese direkt exportieren. Oh, und wir machen auch kein NFC. Okay, und das schreibt eine Datei also schreibt eine Datei in den internen Speicher hinein von MK4. Okay, also Callcard Export, perfekt. JSON-Datei, perfekt. So, jetzt bin ich da, es ist ja da, bitte, ja, so im. Wir haben diese Callcard jetzt tatsächlich als virtuelle Festplatte angezeigt, die wir wie eine SD-Karte oder was auch immer öffnen können. Und hier ist die Datei, die wir exportieren. Also natürlich ist sie verbunden jetzt mit dem Computer. Wenn wir also diese Brieftasche verwenden und wie zuvor in die Sparrow Wallet importieren wollen, würden wir das Go File Import Wallet. Aha, wir würden Callcard Import File wählen und dann würden wir zur virtuellen Festplatte Callcard gehen. Ja, und diese Datei auswählen, um sie zu importieren. Jetzt haben wir das schon früher über die SD-Karte gemacht, richtig? Wir haben das bereits importiert und das war unser Cold Card Tutorial 2, das wir zu Beginn des Abschnitts für Fortgeschrittene gemacht haben. Was wir jetzt tun können, ist, dass wir es tatsächlich tun können. Und nebenbei bemerkt, ich habe hier ein paar Transaktionen eingeschickt, damit wir welche haben, Guthaben auf der Cold Card, die wir testen können. Um hier eine Transaktion zu versenden, holen wir uns eine Empfangsadresse aus unserem Test-Wallet, also aus dem Coldcard-Tutorial und wir kopieren einfach diese Adresse, damit wir unsere Coldcard hier sind. Jetzt gehen wir zum Sendebildschirm, wir fügen unsere Zieladresse ein, wir werden diese absenden, sagen wir, wir geben ein Etikett zurück, um die Brieftasche hier zu testen. Ja, wir senden vielleicht ja 110.000 Sets ab. Lasst uns hier Gebühren hier festlegen bis zu ja, lasst uns 9 Cent pro Stück sollte es in Ordnung sein. Ach ja, und nur eine lustige Randbemerkung. Der Grund, warum ich hier ein paar Transaktionen eingeschickt habe, ist, dass ich Ihnen nur etwas Cooles über die Sparrow zeigen wollte, dass Sie hier die Effizienz und Privatsphäre haben,
schaltet hier um und im Grunde genommen gibt es einige coole Dinge hier rund um die Verwaltung ihrer Gelder und zusätzliche Vorteile für den Datenschutz, indem sie Registerkarte Privatsphäre verwenden. Das ist also, würde ich auch tun. Das ist also ein Vorteil, wenn Sie also etwas wie Sparrow mit der Recall-Card verwenden. Und die andere Sache, die interessant sein könnte für Sie, etwas geht es darum, etwas über die UTXO-Verwaltung zu lernen. Hier auf unserem Transaktionsbildschirm haben wir also ein Saldo, aber unten haben wir tatsächlich eine einzelne Münzen oder Coins, Bitcoin, die wir in Stückelungen erhalten haben, in denen sie eingegangen sind. Wenn Sie also mehr darüber erfahren möchten, habe ich ein kurzes Video zur UTXO-Verwaltung in den Shownotizen, aber ich schweife ab hier noch einmal. Wir senden das jetzt weg im virtuellen Festplattenmodus. Alles sieht hier gut aus. Wir werden die Transaktion jetzt erstellen, sie zum Signieren abschließen und jetzt werden wir die Transaktion direkt auf unserer Cold Card speichern. Alles klar, also speichern wir sie wieder in der Test Wallet PSBT. Ja, teilweise signiert, wie wir aufrufen werden. Speichern, Ordnung, wir können es hier sehen. Genau dort in Ordnung. Wir schließen das jetzt einfach für eine Sekunde. Und jetzt wird hier der Übergang zum Vollbildmodus durchgeführt. Ja, sehen Sie, es wird automatisch hier auf dem Bildschirm angezeigt, dass die Transaktion in Ordnung ist. Also, hier kann ich runterscrollen, ja. Alle Daten, alle Informationen überprüfen. Jetzt muss ich das jetzt nicht gleich tun. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob es mich sofort dazu auffordert, weil es angeschlossen ist oder nicht. Aber nur um sicher zu gehen, habe ich es verlassen, gehe einfach zum Bereit, zum Signieren zu gelangen. Und ja, also wird es gelesen und dies liest das Zeichen ja, der teilweise signierten Bitcoin-Transaktion, die im Gerät selbst gespeichert ist. Also es sieht hier alles gut aus. Okay, zum Senden. Wir senden 110.000 Sets, die folgende Adresse und die Netzwerkgebühr ist wie folgt. So, in Ordnung. Die Änderung, die hier zurückgeht, all das Zeug hier ist hier aufgelistet. Für mich sieht hier alles gut aus. Okay. Okay, um es zu genehmigen oder extra abzubrechen, also werde ich es genehmigen mit einem Häkchen bestätigen. Also es ist PSBT, Partial Signed Bitcoin Transaction signiert und es wird als PSBT geschrieben. Entschuldigung, ja, es signierte PSBT Wallet zu testen, ist alles in Ordnung. Ja, das ging also auf die virtuelle Festplatte, unsere Cold Card. Die unterschriebene, die wir öffnen, da ist unsere Unterschrift. Ich habe zu keinem Zeitpunkt währenddessen die Kontrolle über meine Cold Card an Sparrow abgegeben. Ich habe alles über die virtuelle Festplatte gemacht. Jetzt kann ich diese Transaktion übertragen und sie wird verschickt. Wie Sie also wieder sehen können, bin ich verbunden. Es gibt Daten, die von nach und nach übertragen werden können, aber ich übergebe diese Kontrolle nicht an Sparrow Wallet, sondern verwende stattdessen die virtuelle Festplatte. Also es ist eine Art dazwischen, oh, paranoide Sicherheit, aber nicht so paranoid, wie wenn Sie einfach die Micro-SD-Karte, Airgap-Maßnahme mit Ihrer Micro-SD-Karte vollständig nutzen, sodass die Transaktion gesendet wurde. So, wir sollten sehen, dass diese Benachrichtigung, das jetzt aufpoppt, ja, Sie gehen in Ordnung und gehen jetzt in die andere Brieftasche. So, Encrypted Backups, ja, also die verschlüsselte Backups mit der Micro-SD-Karte. Über sie können perfekte verschlüsselte Backups erstellt werden. Die Coldcard im Gegensatz zu einer regulären Schlüsselphrase mit ihrer SD-Karte. Dadurch wird eine Datei für Sie erstellt und Sie können auch redundant speichern, wo immer Sie möchten. Und gepaart damit wird eine Passphrase oder ein Passwort, also wenn das ein Passwort besteht, eigentlich aus einer Reihe von Wörtern, die einer regulären Schlüsselphrase eigentlich sehr ähneln. Der Vorteil davon ist, dass Sie diese Dinge redundant an verschiedenen Orten speichern können. Und wenn jemand eines dieser Dinge, wie die verschlüsselte Datei oder die Schlüsselphrase erhält, oder die Phrase oder Passwort-Schlüsselphrase
man kann es nennen, ja, also sie werden nicht genug haben, um tatsächlich auf ihr Geld zurückzugreifen. Schauen wir uns also an, wie das geht. Sie werden bis zu den fortgeschrittenen Advanced Tools gehen, erweiterte Tools. Sie verwenden, wählen Sie die erste Option Sicherung und dann sichern Sie das System. So, dann schreiben Sie dieses 12-Wörter-Passwort für die Sicherungsdatei auf, damit wir gleich wieder zurück sind, wenn wir das tun. Wie bei den vorigen Malen, bitte überprüfen Sie nochmal Notizen, es wird einen Test geben und dann werden wir einfach das, was wir aufgeschrieben haben, verwenden, um mit unserem kleinen Test hier zu bestätigen, dass wir es richtig, alles richtig gemacht haben. Nachdem wir unsere Worte überprüft haben, nachdem wir eine Sicherungsdatei geschrieben haben, unsere Micro-SD-Karte jetzt überall gespeichert werden kann. Ich werde fortfahren. Ich werde dieses Gerät von Grund auf löschen und sehen, wie es aussieht, unsere Coldcard mit Hilfe dieser Sicherungsdatei, die wir haben, wiederherzustellen. Zusammen mit dem mit der Backup-Passphrase, während das Gerät jetzt gelöscht wurde. Wir können sehen, dass alles wieder gelöscht wurde, mit Ausnahme der PIN-Phrase, die bereits in diesem Wiederherstellungsprozess eingeführt wurde. Dies würde auch für alle anderen neuen Coldcards gelten, die Sie möglicherweise haben, in die Sie es importieren möchten. Also gehen wir nach unten im Vorhandenen zu importieren. Okay, wir gehen einfach nach unten, um das Backup wiederherzustellen. Wählen Sie nur die Datei aus, die Sie das wiederherzustellende Backup enthält und geben Sie das Passwort ein. Es gibt nur eine Datei zur Auswahl. Wir können diese Datei direkt dort sehen, sie dort auswählen und dann verwenden, was wir hier aufgeschrieben haben. Und wir werden den gleichen Prozess hier durchlaufen, ähnlich wie bei einer normalen Wiederherstellung. Und wir werden einfach unsere Buchstaben auswählen. Das erste Wort nur zur Auffrischung ist Trauer. Also gehen wir zu dem jeweiligen Buchstaben, anfangs so scrollen nach unten und suchen da nach dem Wort Trauer. Hier gibt es das Wort Trauer, ja, erste Wort. Und dann machen wir dasselbe für die restlichen Wörter. So, alles klar. Und nachdem wir unsere 12 Wörter durchgegangen sind, alles entschlüsselt und gespeichert. Wir müssen jetzt neu starten, um die aktualisierten Einstellungen und um die Phrase, die Schlüsselwörter zu installieren, damit wir überprüfen, ob das Gerät neu gestartet wird. Wir geben noch einmal unsere PIN ein. Ja. Und los geht's. Also alles wurde neu importiert. Jetzt sind wir wieder bei der gleichen Coldcard. Wenn wir also nochmal überprüfen wollen, können wir zu den erweiterten erweiterten Tools gehen und die Identität anzeigen. So, dadurch erhalten wir unseren Fingerabdruck, den wir zuvor gesehen haben, wenn Sie sich an E17850 erinnern. In meinem Fall ist in der Tat die richtige Wallet. Alles wurde wiederhergestellt. So, und was ist jetzt ein SeedXOR? Ja, das ist eine spezielle Verwahrungsart. Lassen wir uns über SeedXOR sprechen. Was ist das also im Grunde genommen? Was würden Sie mit dem SeedXOR? Sie haben also eine 24-Wörter-Schlüsselphrase auf diesem Gerät. Denken Sie also daran, wenn Sie Ihre Coldcard starten und denken Sie, dass Sie diese Funktion vielleicht so oder so nutzen möchten, dass Ihre 24-Wörter-Passphrase, also auf Ihre Coldcard genommen, aufgeteilt in zwei separate Startphrasen. Und was das jetzt bewirkt, ist, dass Ihr Backup nun tatsächlich aus zwei, drei oder vier Teilen bestehen kann. Aber im Grunde genommen wird es eine ganze Reihe verschiedener Teile von 24 Wörtern aufgeteilt. Und zum Wiederherstellen benötigen Sie jedes einzelne dieser Teile. Daher geben Sie hier nicht wie viel Spielraum für Fehlertoleranz. Wenn Sie eines der Teile verlieren, können Sie Ihre ursprüngliche Startphrase nicht wiederherstellen. Denken Sie also daran, aber mit Redundanz unterstützen Sie möglicherweise mehrere Kopien derselben Teile oder speichern die darin an verschiedenen Orten, sodass Sie, wenn Sie eines verlieren, ja, es geht halt um Eigenverantwortung. Das ist, glaube ich, das Fundament, die Essenz auch von Bitcoin. Es geht um Eigenverantwortung. Und das ist halt was ganz anderes. Also wenn man kann, da gibt es keine Hotline, da kann man niemanden anrufen. Also das ist absolute Eigenverantwortung. So, weitere Kopie dieses Stücks haben. Würde so funktionieren, wenn jemand eines der Stücke in die Hände bekommt. Hat er keinen Zugriff auf ihre Schriftarten, er hat keinen Zugriff auf irgendetwas darin,
und sie werden und sie können wieder alle verschiedenen Teile erneut importieren, um die ursprüngliche Schlüsselphrase ihrer Codecard wiederherzustellen. Daher habe ich ein vollständiges Video dazu. Hab den Vorgang jetzt nicht vollständig durchführen, aber wir werden uns einfach anschauen, wo ich will es finden, also wenn Sie sich am neuen Standort befinden, aber ich habe ein Originalvideo zur Verwendung von SeedXOR, das in den Shownotizen unten verlinkt wird. Wenn Sie es, aber man kann es auch, wie gesagt, auch kompliziert machen. Also, wie gesagt, Sie müssen wissen, was Sie da tun, auf jeden Fall. Gell? Bis zu den erweiterten Tools gehen, gehen Sie bis zur Gefahrenzone und dann gehen Sie zu den Seed-Funktionen, ja, und dann Seed-XOR-Funktionen. Dann sind es die beiden Optionen, die Sie haben. Teilen Sie Ihr Vorhandenes und stellen Sie Ihr Start-XOR wieder her. Also würden Sie alle Teile für jedes Stück eingeben und Ihre ursprüngliche Startphrase wiederstellen, die auf der Coldcard verwendet wurde, und die Aufteilung bedeutet, bestehende zu teilen. Jetzt kann ich diese Funktion im Moment nicht verwenden, aber wir können den Prozess durchgehen, um zu sehen, wie es aussieht, und den Text hier lesen, sodass diese Funktion ihre BIP39-Schlüsselphrase in mehrere Teile aufteilt. Jeder Teil besteht aus 24 Wörtern und so und sieht es aus und funktioniert wie ein normales BIP39-Portemonnaie. Sie können diese Teile also auch als Lockgeldbörsen verwenden, damit jemand ein Teil bekommt und denkt, oh, hier ist etwas Geld, nicht viel, aber Sie wissen, da ist etwas, von dem Sie denken, dass Sie Ihr Geld haben, aber eigentlich ist es nur ein Teil Ihres SeedXOR-Backups. Okay, wir empfehlen die Aufteilung in nur zwei Teile, aber erlauben Sie bis zu vier Teilen. Wenn einer der Teile verloren geht, gehen alle Gelder verloren und die ursprüngliche Startphrase kann nicht rekonstruiert werden. Das Finden eines einzelnen Teils hilft einem Angreifer nicht bei der Konstruktion der ursprünglichen, also quasi Samens oder Schlüsselphrase. Drücken Sie 2, 3 oder 4, um die Anzahl der Teile auszuwählen, in die sie aufgeteilt werden sollen. An dieser Stelle wählen, ja, Sie können 2, 3 oder 4, wenn Sie die Zahl drücken, erhalten Sie die Anzahl der Schlüsselphrasen, die jeweils aus 24 Wörtern besteht, und Sie benötigen alle diese Teile, um Ihre Brieftasche wiederherzustellen, was über die Funktion Restore SeedXOR hier erfolgen würde. Okay, das ist alles, worauf ich hier eingehen werde. Wenn Sie die vollständige Komplettlösung dafür sehen möchten, schauen Sie sich den SeedXOR-Video an in den Shownotizen. So, und jetzt sprechen wir ein bisschen, spricht BTC-Session über Cloning, also das Migrieren oder das Transferieren Ihrer Coldcard auf ein neues Gerät. So, eine der letzten großen Funktionen, die ich hier mit der Coldcard behandeln möchte, das Klonen. Das kann übrigens auch die mit dem neuesten Modell. Also das war damals noch nicht aktuell vor 2 Jahren, 2022. Aber nachdem es jetzt die Coldcard Q gibt, das ich auch noch nicht habe, aber es scheint irgendwelche Vorzüge oder Vorteile zu haben und praktische Nutzungsarten. Also die Coldcard Q schaut aus wie so eine Art, also wie nennt man das? Sie wissen schon, ja, mit der Tastatur, das alte Handy mit der Tastatur. Ich habe ein Blackout jetzt, mir fällt es jetzt nicht ein. Gut, gut, also mit der Coldcard behandeln möchte das Klonen. So, wenn Sie also von einer Coldcard hier aktualisiert haben, können Sie die alte tatsächlich auf die neue klonen, die ich hier habe. Ich habe hier die neue Coldcard-Markierung 4 gelöscht und das ist im Grunde an dem Punkt, an dem hier durchgegangen wäre und ihre PIN eingerichtet hat, aber es gibt wirklich keine Startphrase dafür. Es wurden keine Schlüssel erstellt. Also ist das Gerät keine Startphrase zugewiesen. Dies ist eine alte Coldcard. Das ist eine MK2, die ich schon, oder es kann auch eine MK3 sein, oder wie gesagt, eine MK4 auf eine Coldcard Q. Ja? So, und ich kopiere es hier gerne auf mein neues Gerät. Ich möchte die Karte hier verwenden. Also werden wir so vorgehen. Sie benötigen beide Coldcards. Ja? Sie müssen gleichzeitig eingeschaltet und gepowert sein und Sie benötigen nur Ihre Micro-SD-Karte. Also werde ich das jetzt zuerst in die neue Coldcard einbauen. Ja? Und vorhandenes Importieren ist das Erste, was wir tun werden. Ja, dann gehen wir ganz nach unten, um eine Coldcard hier zu klonen. Legen Sie
hier eine MicroSD-Karte ein und drücken Sie OK. Und um eine kleine Datei mit der Datei zu starten, es wird ein kurzlebiger öffentlicher, also Schlüssel geschrieben und das ist alles, was Sie hier wissen müssen. Klicken Sie also im Grunde einfach nur auf OK. Also es ist wirklich idiotensicher gemacht worden, das Klonen, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Behalten Sie nun die Stromversorgung dieser Cold Card bei und bringen Sie die MicroSD-Karte zur Quelle. Also zur Quelle, zur Cold Card. Also wählen Sie Advanced MicroSD Card, um auf die Karte zu schreiben. Alles klar, bringen Sie die Karte zurück und okay, um den Vorgang abzuschließen und das war's. Dann nehmen Sie das raus, ja. Nehmen Sie MicroSD Card und stecken Sie sie in unser altes Cold Card hinein und stecken Sie sie hinein in das alte Gerät. Ich werde den PIN hier ganz schnell einfügen. Okay, also gehen wir auf der Cold Card wieder auf Erweitert wieder herunter, Advanced Tools, gehen auf MicroSD Card und gehen auf Clone Cold Card, Clone Cold Card, ja, auf die alle Informationen geschrieben werden, MicroSD Karte, ja, fertig, bringen Sie diese MicroSD Karte zurück zur anderen Cold Card und machen Sie von dort aus weiter. Perfekt. Damit wir alle bereit sind, wir können das einfach ins Häkchen setzen, bestätigen, da rauszukommen, Cold Card wieder entfernen, also MicroSD Card entfernen. So, das kann ich ja sogar jetzt abschalten sogar und die andere Cold Card wieder. Ja. So, jetzt stecke ich das wieder in das neue hinein, stecken Sie die SD-Karte wieder hinein und dann klicken wir einfach auf OK. Gespeichert, erfolgreich. Alles wurde wiederhergestellt. Wir müssen jetzt neu starten, um die aktualisierten Einstellungen, den Sie die Schlüsselphrase zu installieren, damit wir auch dieses Ding überprüfen können. Klicken Starten neu. Ja, können wir unsere PIN wieder eingeben, unsere alte PIN. Und noch einmal zu verdeutlichen, es ist die PIN, ist, die wir mit der MK4 eingerichtet hatten. Nicht die PIN der alten Cold Card, die nicht exportiert wird, sondern nur die Startphrase. Und hier sind wir jetzt. Ja, ich möchte jetzt überprüfen, ob dies erfolgreich war, wenn das Datum tatsächlich mit der exakt gleichen Brieftasche übereinstimmt. Gehen wir erneut zu Erweitert, Advanced Tools, ja, und gehen zur Ansicht Identität. Dort ist der Fingerabdruck, der Masterfingerabdruck, ja, FFDA83. Wir können die andere Cold Card einschalten und die Identität wiederum anzeigen, um die Identität nochmal zu überprüfen. Haben wir hier das Gerät erfolgreich geklont. Die Fingerabdrücke sind derselbe, ziemlich einfacher Vorgang. Und es gibt noch einige zusätzliche Settings, die wir noch kurz besprechen werden mit dem PTC-Session. Wir müssen wir hier in den Einstellungen noch einmal ein paar letzte Dinge überprüfen, die wir bis zum Ende durchgehen werden. Einstellungen. Wir gehen zu den Anmeldeeinstellungen und ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Sie tatsächlich einen Spitznamen für Ihr Gerät festlegen können. Sie können sogar ein Dings, ein Bildchen oder sonst irgendwas, glaube ich. Na, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht kann man sogar ein Logo ein, wie auch immer. Also ein Spitznamen, der von der Anmeldung angezeigt wird. Also machen wir einfach weiter und rufen diese Sitzungen hier auf. Sobald Sie ganz fertig sind, geben Sie ein Häkchen und das ist alles eingestellt. Nur als Beispiel, wir schalten es aus. Ja, schalten es, sieht also wieder ein. Dort gehen Sie zurück in unser Einstellungsmenü. Nur in den Anmeldeeinstellungen gibt es eine Handvoll davon. Früher haben wir uns mit Trickprints beschäftigt, aber es gibt auch eine Möglichkeit, die Tastatur zu verschlüsseln. Was bedeutet, dass es einem zeigt, was die Zahlen hier unten tatsächlich darstellen, so dass man vielleicht sehen kann, wo tatsächlich 5 ist. Und das verhindert nur etwas. Wenn Sie etwas also über die Schulter blicken und sehen, welche Tasten Sie drücken, ist dies der Fall. Also wenn Sie den ersten Teil Ihrer PIN eingeben, wenn dort die Anti-Phishing-Wörter angezeigt werden, ja, Sie können eine bestimmte Taste drücken, die Sie drücken, dann wäre das der Fall. Sie haben eine bestimmte Aktion, die Sie wissen schon, die Schlüsselphrase löschen würde, was auch immer es sein mag. Aber Sie können diese Aktion hier mit der Kill-Taste, mit der Tötungstaste festlegen, sodass wir zum Beispiel vielleicht den ersten Teil unseres PINs einfügen, aber wir stehen unter Druck vielleicht, unter Zwang. Und wenn Sie dies treffen, X an diesem Punkt eine besondere Aktion hat, Sie können einen
Anmelde-Countdown festlegen. Sobald Sie hochfahren und sich dort anmelden, können Sie einen Standard-Countdown festlegen, bevor Sie das Gerät tatsächlich verwenden können. Und das gibt Ihnen einfach irgendetwas noch einmal, wenn du etwa unter Zwang oder Druck stehst, und du es so einstellen kannst, dass du verschiedene Male weißt. Also hier kannst du die Anmeldung auch jetzt testen. Abgesehen davon, hier schaltest du die Hardware immer wieder ein, damit du es, ja, hier schaltest du die virtuelle Festplatte oder NFC ein oder aus, aktivieren es, wenn sie beim ersten Start deaktiviert haben. Sie können auch den USB-Anschluss deaktivieren, sodass keine Daten darüber ausgetauscht werden. Dies ist keine schlechte Idee, wenn Sie wissen, ob und wenn Sie nur etwas wie NFC verwenden oder nur das MicroSD-Air-Gapping verwenden, möchten Sie vielleicht den USB-Anschluss deaktivieren. Als nächstes ist das ganze Multisig-Wallet-Zeug hier. Ich habe Multisig in diesem Video jetzt nicht behandelt, aber falls Sie gehen, also können Sie zum Sparrow-Wallet-Tutorial unten in den Shownotizen dort werden neben ein paar Coldcards auch ein paar andere Optionen für Multisignatur in Sparrow Wallet vorgestellt. Also vielleicht ist es sogar Multisignatur besser auf jeden Fall als ein Seed XOR, weil Sie können es ja selbst bei einem Multisig, also sozusagen ein anderer Hardware-Wallet, ein anderes Hardware-Wallet, jemand, der vielleicht, oder jemand andere, der so ein Co-signieren muss, vielleicht geografisch sogar woanders ist oder woanders lebt oder wie auch immer, ja, wäre es vielleicht die einfachere Lösung meiner Ansicht nach. So, schauen Sie sich also an, wenn Sie sehen möchten, wie man mit Multisig umgeht. Coldcard, da oben ist als nächstes haben wir Anzeige an Einheiten, mit denen Sie zwischen Bitcoin-Sats wechseln können, etc. Und Gott weiß, was Sie da, warum Sie das möchten. Aber Millibits, Bits, aber das sind Optionen. Aber da können Sie Ihre maximale Netzwerkgebühr festlegen, sodass Sie in Bezug auf die Transaktionsgebühren, die Sie können, sagen wir mal, ich möchte nicht, dass die Geldgebühr mehr als 10% der tatsächlichen Transaktion beträgt. Sie können diesen Schwellenwert auch erhöhen oder kein Limit anzeigen oder Sie können eine Leerlaufzeitüberschreitung haben, wenn das Ding also 15 Minuten oder länger in Betrieb war, eine Stunde oder 4 Stunden, was auch immer oder nie. Es wird einfach eine Zeitüberschreitung auftreten und Sie werden sich abmelden und dann können Sie Ihre teilweise signierten Bitcoin-Transaktionen löschen. Diese werden auf der SD-Karte gelöscht und gelöscht, nachdem sie verwendet wurden. Die signierte Transaktion wird als Transaktion bezeichnet, die ID, damit der Dateiname keine Informationen preisgibt. Und ja, und das ist einfach eine Art zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, wenn Sie teilweise signierte Bitcoin-Transaktionen haben. Aber mehr oder weniger, das ist alles, was ich hier mit der Coldcard abdecken wollte und den zusätzlichen Einstellungen und noch vielleicht finale Gedanken noch von BTC Sessions jetzt. Ich habe noch meine, ja, also ich werde vielleicht damit klarkommen. Es war ein Blödsinn, sagt BTC, es gibt einfach so viel in diesen Dingen abzudecken bei Coldcard. Ich denke, das könnte, ja, könnte sein. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dies das Robusteste sein könnte und ein ausführliches Videotutorial, das schon mal jemand so eine Coldcard gemacht hat. Aber vielleicht irre ich mich. Wenn Sie andere tolle und ausführliche Coldcard-Tutorials kennen, schreiben Sie unten in die Kommentare. Ich liebe es zu sehen, wie andere Pädagogen oder ja, also Wissensvermittler Inhalte zu dieser Art von Qualitätsmaterial herausbringen. Was die Gedanken dazu betrifft, habe ich natürlich nicht alles abgedeckt, wie Sie wahrscheinlich in einigen dieser Untermenüs gesehen haben. Es gibt einfach viel zu viele verschiedene Dinge, die behandelt werden müssen. Ich konnte bestimmte Dinge nicht vorführen, obwohl es in externen Videos Referenzen gibt, auf die ich hier verweise. Ich habe schon einmal für Seed XOR und die Verwendung einer Coldcard in ein Multisignatur gemacht. Diese Videos sind unten verlinkt, aber selbst Dinge, wie Sie wissen, wir haben Airgap-Transaktionen mit der SD-Karte verwendet, wir haben den virtuellen Festplattenmodus durchgeführt, den ich nicht gezeigt habe. Bei der gerade eingesteckten Version der Coldcard können Sie diese ganz normal als kabelgebundenes Hardware-Wallet natürlich an den Computer anschließen und sie einfach als solche verwenden und nur als Transaktion verwenden und nicht die Airgapping-Methode durchführen, also nicht offline, die meiner Meinung nach den Zweck einer Coldcard eben zunichte macht. Aber man kann es machen. Also gibt es eine Option, aber am Ende haben Rodolfo, also von Team CoinKite und das Team von CoinKite,
so viele Funktionen. Dieses Ding ist so funktionsreich und so auch übrigens auch sehr redundant und sicher und paranoid und ein kleines und vor allem relativ eigentlich nutzerfreundlich, muss ich sagen, Konsumenten, also ja, nutzerfreundlich. Easy and cheesy, ja. Ein kleines Paket gepackt und das tun sie auch weiterhin. Ich bin, ja, das Team ist wieder, wie immer wieder beeindruckend. Ich muss sagen, dass ich einfach eine fantastische Rundum-Erfahrung mit diesem Ding gemacht habe. Lieber, ja, Cypherpunk Ethos, ja, ich liebe einfach die Art und Weise, wie sie das bauen. Ich liebe all die coolen kleinen Tools, die man damit verwenden kann, dieses Zeug. Also würde ich gerne hören, was ihr darüber, über die Cold Card denkt oder sie, was verwenden sie? Verwenden sie einen MK2, MK3? Was ist, wie gesagt, übrigens, ich glaube, es ist nicht mehr gibt. Ich müsste einfach nachschauen auf der Website. Aber ich glaube, ich glaube, das ist das letzte Standardmodell, ist MK, wie auch immer. Also eine MK4. Sehen Sie, dass sich das Upgrade lohnt? Lassen Sie es mich unten in den Kommentaren wissen. Mir geht es super. Ich bin gespannt. Ja, und so weiter und so fort. So, ich werde das Ganze jetzt mal stoppen. Und ja, das war ein Marathon. Das ist eine der längsten Full Power Bitcoin Tutorials über die Cold Card von CoinKite. Ja, also wirklich die paranoidste, sicherste, redundanteste Hardware Wallet und mit unglaublich vielen Funktionen und man kommt relativ schnell hinein. Also es ist relativ haptisch, es schaut aus wie ein Taschenrechner. Nicht, dass man, das ist jemand, der dazu jetzt verleiten möchte, ja, schaut das jetzt irgendwie durch den Zoll oder über die Grenzen wie ein Taschenrechner, weil so dumm sind die Leute jetzt wieder auch nicht. Aber wie gesagt, es auf den ersten Blick zumindest, ja. Und ja, und vor allem, es hat viele Funktionen, wie zum Beispiel Decoy Wallet, plausible Deniability, also quasi plausible Verleugnung, also ja, eine Art 5 $ oder 5 € Schraubenschlüssel-Attacke, ja, die man irgendwie umgehen oder vermeiden kann oder wie auch immer. Und natürlich kann man mit einer Cold Card und anderen oder mit anderen Cold Cards oder anderen Hardware Wallets eine Multisignatur natürlich aufbauen über Sparrow Wallet. Dazu gibt es natürlich auch eine Reihe von Tutorials von BTC Sessions, die ich vielleicht demnächst in naher Zukunft synchronisieren, übersetzen, kommentieren möchte. Wiederum vielleicht live gestreamt, das hoffentlich nicht so 2 Stunden dauert, weil mittlerweile bin ich schon am Ende meiner Kräfte und habe nichts getrunken und muss mein chronisches Husten ein bisschen nicht zurückhalten. So. Ja, vielen Dank für dein Support, für deine Unterstützung. Falls du irgendwelche Kommentare, Fragen, Feedback hast, bitte schreib mir, folgt mir bitte auf X, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Nostr. Ja, steht alles in meinem Profil da drinnen. Könnt ihr mir bitte folgen und abonniert übrigens auch meinen YouTube-Channel. Gebt mir einen ganzen Like, Daumen hoch und das Ganze und alles andere natürlich. Weiterleiten bitte, send es und wenn ihr diese Episode wirklich nützlich gefunden habt und brauchbar und einen Wert darin sieht, bitte schickt das weiter. Es geht auch, der Sinn der ganzen Sache ist, dass vor allem die deutschsprachigen Bitcoin-Beginner oder überhaupt Nutzer, die wenig oder kein Englisch beherrschen und sich da jetzt nicht ständig auf, ich weiß nicht, auf irgendwelche Subtexte oder konzentrieren müssen, sondern einfach nur auf das Gehörte und einfach und sprich das Visuelle, auf sich das Visuelle konzentrieren, also sprich wie BTC Sessions, Ben Perry, Benjamin Tylan Perry, diese Tutorials macht und Instruktionen, also mit Nahaufnahme da zeigt, wie man was macht auf dem Desktop, auf dem Mobile Wallet oder wie auch immer, ja, oder auf dem Hardware Wallet. Gut, mein Name ist Keyvan Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show und ja, ich freue mich schon auf die zivilisatorische und planetarische Evolution. Wenn uns nicht in den nächsten Jahrzehnten Solar Eruption, Solar Flare, Solar Shots, Corona, Mass Ejections oder Mikronova bis zum Jahr spätestens 2050 erwischen sollte, also wenn wir Glück haben. Aber dazu gibt es, wie gesagt, es ist ein ganz anderer Kaninchenbau. Aber wir dürfen das, wie gesagt, ich bin erstaunt darüber, wie unterdrückt, ignoriert und so weiter das wird, weil wenn es keine Informations- und Kommunikationsstrukturen über irgendwas gibt, dann gibt es auch keine, dann ist Bitcoin unsere geringste Sorge. Ja, ja, weil dann ist alles zerstört und obsolet. Dann ist von Satelliten angefangen bis über Grid und Netzwerken und so weiter. Gut, mein Name ist Keyvan Davani. Bitte, ja, schickt mir ein paar Sets, falls ihr das irgendwie belohnen, honorieren wird über Nostr oder wie auch immer.
Und über Bitcoin21.at baue ich jetzt mit anderen deutschsprachigen Kooperationspartnern, Techies, anonymen, pseudonymen Bitcoiners, da ein Team auf, wo wir eins zu eins diese Tutorials so machen. Natürlich auch entgeltlich, das soll ja auch honoriert und belohnt werden, weil von irgendwas müssen wir halt leben. Aber das möchten wir eben professionell aufziehen, aber auch nicht nur für Individualpersonen, sondern auch für Geschäftsleute, Händler, Kleinunternehmer, Mittelgroßunternehmer, aber auch vielleicht Großunternehmer, Multisignatur, Einzelsignatur, einzelnes Hardware-Wallet, Mobile-Wallets, Bitcoin-ATMs, KYC versus Non-KYC-Bitcoin und so weiter und so fort. Gut, mein Name ist Kevan Davani und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit euch und bis bald. Tschüss.